Meine Damen und Herren, jetzt hat für die Linksfraktion der Kollege Tasch das Wort. Bitte sehr, Herr Kollege. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Dreger, das Problem sind nicht die Flüchtlinge. Das Problem ist Residenzpflicht, fehlende Sprachkurse, Asylbewerberleistungsgesetz und die ganzen Sondergesetze aus dem Jahr 1993, die Sie geschaffen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Geringerer als Papst Franziskus hat am Dienstag dieser Woche in Straßburg die Flüchtlingsverhinderungspolitik der EU scharf gegeißelt. Ich brauche zwar vor diesem Hohen Haus keinen göttlichen Beistand, möchte aber mit Erlaubnis, Herr Präsident, einen Satz dieser Rede zitieren. Es ist nicht hinnehmbar, dass das Mittelmeer zu einem Massenfriedhof wird. Das EU-Parlament hat mit großer Mehrheit der Rede des Papstes Beifall gezollt. Aber es gab keine Anzeichen an der Abschottung Europas gegenüber Schutz- und hilfesuchenden Menschen etwas zu ändern. Und in unserem Land, was machen die schwarz-roten Koalitionen? Auf Bundesebene verschärfen sie die noch übrig gebliebenen Teile des Grundrechts auf Asyl, um angebliche Schein- und Sozialhilfeflüchtlinge zu bekämpfen, mit Unterstützung übrigens eines grünen Ministerpräsidenten wohlgemerkt. In Sachsen verkündet Innenminister Markus Ulbi von der CDU die Schaffung spezieller Polizeieinheiten, die für straffällige Asylbewerber zuständig sein sollen. Die Große Koalition in Dresden macht rechte Forderungen damit salonfähig. Und dann tun Sie, meine Damen und Herren, von der CDU und der SPD überrascht, wenn die sogenannten AfD Zulauf erhält und in Berlin Bürgerinnen und Bürger von Neonazis gegen die Flüchtlinge aufgehetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, in den letzten Wochen protestieren viele, sehr viele Rechtsextremisten gegen die Unterbringung von Menschen in unterschiedlichen Bezirken. Eine gemeinsame Erklärung der Landesvorsitzenden von allen Parteien dazu war wichtig. Genauso wichtig ist es, Kolleginnen und Kollegen, dass wir heute gemeinsam ein Zeichen gesetzt haben. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen auch herzlich bedanken. Diese gemeinsame Resolution ist aber auch notwendig. Wir müssen gemeinsam gegen die Rechten deutlich machen, dass wir die Hetze gegen Menschen, die unsere Unterstützung brauchen, nicht hinnehmen werden. Wie am 22.11. in Marzahn müssen wir auch in den nächsten Wochen und Monaten in Buch, in Marzahn, in Treptow-Köpenick, aber auch in anderen Bezirken uns gemeinsam gegen die Nazis stellen und uns an den Gegenprotesten beteiligen. In unserer Entschließung steht auch noch mehr Gutes drin. Die Verantwortung Berlins gegenüber schutzsuchenden Menschen zum Beispiel. Von Solidarität, Akzeptanz und gegenseitigem Respekt ist die Rede. Das ist erfreulich. Weil aber die Koalition eine Debatte dazu verhindert hat, will ich an dieser Stelle sagen, wenn wir diese Entschließung ernst nehmen, dann muss sich in der Flüchtlingspolitik des Senats einiges ändern. Ja, so leicht kommen Sie mir nicht davon, verehrte Kolleginnen und Kollegen von der SPD und CDU. Die Flüchtlinge vom Oranienplatz werden von diesem Senat seit über einem Jahr im wahrsten Sinne des Wortes verschaukelt. Der Senat hat die Vereinbarung nicht eingehalten. Er hat mit scheinjuristischen Mitteln versucht, sich aus seinen Verpflichtungen herauszuschleichen. Dabei waren sich auch nicht zu schade, ihre eigene Partei beziehungsweise Senatskollegen vorzuführen. Und Frau Kollath hat sich das gefallen lassen.
wird wahrscheinlich irgendwo hier in der Nähe sein, Herr Lux. Offensichtlich ging es diesem Senat gar nicht darum, eine Lösung für die Flüchtlingssituation zu finden, sondern anscheinend darum, die Flüchtlinge über den Tisch zu ziehen. Anders ist der Umgang mit diesen Menschen nicht zu erklären. Es müssen alle offenen Fragen von der Umverteilung bis zur Teilnahme an Deutschkursen geklärt werden. Der scheidende regierende Bürgermeister hat in dieser Frage nichts machen wollen. Vielleicht dürfen wir auf die Fraktionen hoffen, dass sie dem Antrag zustimmen und den Senat endlich zu einem respektvollen Umgang mit den Flüchtlingen vom Oranienplatz verpflichten. Die Flüchtlinge haben ein Recht auf menschenwürdige Unterbringung, heißt es in unserer gemeinsamen Entschließung. Ein merkwürdiges Verständnis von Menschenwürde ist das, wenn Flüchtlinge irgendwo am Stadtrand in schnell dahin gebauten Containern untergebracht werden sollen. Hinzu kommen aber auch die anderen Verfehlungen des Senats. Bei der Unterbringung die fehlende Kontrolle des Mindeststandards, die unzureichende soziale und psychologische Betreuung, die mangelnde schulische Betreuung der Kinder und so weiter und so fort. Und nicht zuletzt Untätigkeit des Senats bei der Schaffung von Wohnungen für Flüchtlinge. Die Linksfraktion fordert seit langem, dass städtische und andere Wohnungsgesellschaften hier noch stärker einbezogen werden müssen. Wir fordern seit langem, dass der Senat sich um geeignete Immobilien aus den Beständen des Bundes kümmert und diese entsprechend einrichten soll. Das alles wurde versäumt, deshalb auch unser Antrag, der hier zur Abstimmung steht. Zum Schluss noch eine Sache, die mir besonders wichtig ist. Wir haben heute gemeinsam beschlossen, den Anwohnerinnen und Anwohnern von Flüchtlingsunterkünften mit Respekt zu begegnen, mit Dialog und Akzeptanz. Das, was der Senat gerade mit seinen geplanten Containerdörfern macht, ist das genaue Gegenteil, meine Damen und Herren. Wir haben in den Bezirken gut funktionierende Willkommensinitiativen, zum Beispiel in Hellersdorf oder im Allendeviertel in Köpenick, wo sich engagierte Bürgerinnen und Bürger für die Flüchtlinge stark machen. Wenn der Senat jetzt ohne Einbeziehung der Bezirke und ohne Einbeziehung der Bürger vor Ort am Stadtrand neue Containerlager hochzieht, dann stößt er diese Menschen vor den Kopf. So kann man zivilgesellschaftliches Engagement ausbremsen, meine Damen und Herren. Und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, wenn in einem Kiez die Stimmung kippt und die Rassisten an Fahrt gewinnen. Deshalb erwarte ich vom Senat gerade nach der heutigen Entschließung eine andere Politik. Nicht auch so gut gemeinte Resolutionen bringen uns weiter, sondern Änderungen der faktischen Politik und wirklich menschenwürdige Problemlösungen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Tasch. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wir haben jetzt mehrere Abstimmungen hintereinander. Zum einen geht es um die Drucksache 17-1539. Da empfiehlt der Ausschuss für Arbeit, Integration, berufliche Bildung und Frauen mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Das sind Linke, Grüne und Piraten. Wer ist dagegen? Das ist die Koalition. Wer enthält sich? Keine Enthaltung. Letzteres war die Mehrheit. Damit ist der Antrag abgelehnt. Wir kommen zum Antrag auf Drucksache 17-1818. Hier empfiehlt der Fachausschuss ebenfalls mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, bitte ich ums Handzeichen. Das sind wiederum Linke, Grüne und Piraten. Gibt es Enthaltungen? Das sehe ich nicht. Wer ist dagegen? Das sind die Koalitionsfraktionen. Damit ist auch dieser Antrag abgelehnt. Zum Antrag auf Drucksache 17-1850 empfehlen die Ausschüsse einstimmig bei Enthaltung der Oppositionsfraktion die Annahme mit neuer Überschrift und in neuer Fassung. Wer dem Antrag also mit neuer Überschrift und auch in neuer Fassung im Wortlaut der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Gesundheit und Soziales zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Eine Gegenstimme sehe ich. Wer enthält sich? Das ist Grüne, Linke und Piraten. Mehrheitlich enthalten sich. Damit ist der Antrag angenommen. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.2. Das ist die Priorität der Fraktion der SPD.
und die laufende Nummer 3.3, Priorität der Fraktion der CDU mit der Drucksache 19/1780. Hier geht es um das Gesetz über die Errichtung eines Sondervermögens Infrastruktur der wachsenden Stadt, SIVA, Errichtungsgesetz. Die Drucksache 19/1780 neu ersetzt die ursprüngliche Drucksache 19/1980. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die erste Lesung. Es gilt auch hier wieder die Regelung im Prioritätenblock. Und hier beginnt die Fraktion der SPD. Und es hat das Wort der Kollege Schneider. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, was lange währt, wird gut. Wir setzen das um, was wir mit Ihnen in den Haushaltsberatungen schon diskutiert haben, und legen Ihnen dem Hohen Haus heute einen Gesetzentwurf vor, der sicherlich im Hauptausschuss an der einen oder anderen Stelle diskutiert werden kann. Ich höre ja die Signale der Opposition mit Presseerklärungen und dergleichen mehr, dem Grundansatz da durchaus zuzustimmen, der für uns aber drei wichtige Entscheidungen trifft, die ich hier kurz skizzieren will. Im Detail werden wir das in der zweiten Lesung dann hier besprechen. Erstens, diese Koalition, und da bedanke ich mich ausdrücklich bei unseren Fachpolitikern meiner Fraktion, unserer Fraktion, hat die Kraft, den Konsolidierungskurs, den dieses Bundesland nötig hatte und hat, fortzusetzen und schreibt, und das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, als erstes Bundesland in diesem Land von Gesetzes wegen eine Schuldentilgung etwaiger Überschüsse zu 50% fest. Das ist ein großer Erfolg, meine Damen und Herren. Zweitens, wir haben auch die Kraft, und wir haben das ja in der Bundestagsdebatte erlebt, immer wenn man zu einer Null, zu einer schwarzen Null in Haushaltsdebatten keine substanzielle Kritik üben kann, dann adressiert man die fehlerhafte Investitionsquote. Das ist ein üblicher Mechanismus, und ich sage Ihnen, das kritisieren wir gar nicht, würden wir in der Opposition genauso machen, gleichwohl bleibt es natürlich Polemik. Wir haben die Kraft und uns darauf verständigt. Und erneut großer Respekt vor unseren Fachpolitikern, die das auch mittragen und richtig finden, was eben Solidität von Politik zeigt. Wir schreiben fest, etwaige Haushaltsüberschüsse zur anderen Hälfte nicht zu konsumieren, sondern sie investiv zu binden. Und auch das ist ein großer Erfolg, meine Damen und Herren. Und drittens, wir haben auch Grund, so zu verfahren. Sie kritisieren natürlich, man müsste unter dem Gesichtspunkt von Haushalt Klarheit und Haushalt Wahrheit sozusagen punktgenau veranschlagen. Diese Einschätzung teilen wir nicht. Wir sind der Auffassung, dass ein Haushalt leben muss. Er muss im Haushaltsvollzug die Regierung in die Lage versetzen, auf unvorhergesehene Dinge auch zu reagieren. Das sind Größenordnungen von mehreren hundert Millionen. Und ein Thema spielt heute eine ganz zentrale Rolle. Das Thema, was wir gesellschaftlich alle im Grundkonsens teilen, nämlich das Thema der Flüchtlinge, die aus Verfolgungsgründen zu uns kommen. Haushaltsansatz 40 Millionen, absehbar derzeit 170 Millionen Kosten. Und da muss ein Haushalt leben können, auf sowas muss reagiert werden können. Ich glaube, den Konsens können wir herstellen. Und deshalb können wir keine Punktlandung in Haushalten haben. Ich will Ihnen sagen, ich will es heute auch ganz kurz machen, wir haben eben eine dritte Entscheidung getroffen, anders als überall mal diskutiert wurde. Anders als jeder schreibt sich das ja zu, von den Grünen habe ich schon gehört, war doch unser Vorschlag, mehr zu investieren. Euer Vorschlag, lieber Jochen Esser, erspare ich mir gleich die Kurzintervention, weil wir ein bisschen in Zeitdruck sind, war, die Wasserbetriebe zu finanzieren aus dem Haushalt. Und das haben wir für Quatsch gehalten, aus gutem Grund. Aus gutem Grund. Nein, meine Damen und Herren, Sie können ja, keine Aufregung, bleiben Sie doch mal ganz entspannt, wir brauchen nicht schon wieder einen Ältestenrat oder vertrauliche Sitzung, den Quatsch hatten wir ja heute auch schon. Hatten wir ja heute auch schon. Ja, ist ja, also sowas. Nein, wir sind dem Vorschlag auch nicht gefolgt, sowas im Vorfeld zu machen. So nach dem Motto, die Stadt wächst
Und nun müssen wir hier auch sofort in einem Sondervermögen eine Antwort darauf geben. Nein, wir haben gesagt, wir verarbeiten die etwaigen Haushaltsüberschüsse nach dem Haushaltsvollzug. Und das ist die dritte Entscheidung, die wir richtig finden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Herr Kollege Schneider, für die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne erteile ich jetzt dem Kollegen Esser das Wort. Bitte sehr. Nein, nein, jetzt freuen wir uns einfach. Herr Präsident, meine Damen und Herren, werter Kollege Schneider, über die Sturzgeburt dieses Gesetzes dringlich und jetzt in erneuerter Fassung reden wir dann heute lieber nicht. Aber wir müssen schon darüber reden, dass wir Grüne und ich glaube auch die Piraten und die Linkspartei mit einer gewissen Genugtuung sehen, dass SPD und CDU endlich eingesehen haben, dass die Sanierung der Infrastruktur eine höchst sinnvolle Form der Schuldentilgung und der Zukunftssicherung darstellt und nun wenigstens mal die Hälfte der Haushaltsüberschüsse in Infrastrukturinvestitionen überführen möchten. Denn noch in der Haushaltsberatung konnte man ja den Eindruck gewinnen, die Regierungskoalition hätte den Verstand an der Garderobe des Abgeordnetenhauses abgegeben, als sie sich zu der Behauptung verstieg, die Opposition betreibe eine verantwortungslose Haushaltspolitik, weil sie mehr investieren und dafür weniger tilgen wolle als der Senat. Aber hallo, schön, dass Sie das jetzt zumindest mehrheitlich anders sehen und unter, wie man ja mitgekriegt hat, auch heftigen internen Kämpfen eine Kurskorrektur erreicht haben. Denn eigentlich sollte unter uns Finanzpolitikern, Herr Schneider, und auch unter Ökonomen unstrittig sein, dass Tilgung und Investitionen im Hinblick auf die Vermögenslage des Landes, also auf die Nettovermögensposition, gleichrangig sind. Stattdessen wurde hier noch vor einem Jahr über diese Frage auch in der Öffentlichkeit so heftig gestritten, dass wir, ich verhehle das nicht, manches, was da von der Senatsseite kam, auch als unfair und ziemlich unerfreulich empfunden haben. Und deswegen bin ich heute froh, dennoch sagen zu können, der ganze Ärger hat sich mal wieder gelohnt. Es zeigt sich, dass man auch aus der Opposition etwas erreichen kann, wenn man die politische Auseinandersetzung, auch um Fragen der Grundrichtung von Politik, nur hartnäckig und entschieden genug führt. Das heißt jetzt aber nicht, dass nun alles Gold ist. Ja, und wir hier den Himmel voller Geigen haben. Wir können und wollen bei diesem Sondervermögen nicht stehen bleiben. Und auch dafür gibt es gute Gründe. Sie verweisen in Ihrem Gesetz auf die Bedürfnisse einer wachsenden Stadt. Ich weiß nicht, wie ernst Sie diese lyrische Passage im Vollzug des Gesetzes tatsächlich nehmen wollen. Aber eins ist doch klar. Die 13 Milliarden Euro Sanierungsstau in unseren Schulen, Krankenhäusern, Universitäten, Verwaltungsgebäuden und Verkehrswegen haben nichts mit dem Thema wachsende Stadt zu tun. Dieser Sanierungsstau muss in den kommenden Jahren abgebaut werden, ganz unabhängig davon, ob jemand nach Berlin zieht oder nicht. Wir haben also, Herr Nussbaum, weil Sie murmeln, neben dem Bevölkerungswachstum auch noch eine zweite Herausforderung zu bewältigen. Und die besteht darin, dass uns der scheidende Finanzsenator Nussbaum als einzig relevante Sparmaßnahme seiner Amtszeit einen abgesenkten Investitionsplafond hinterlässt, obwohl der Verfall unserer Infrastruktur nicht erst seit heute das glatte Gegenteil erfordert. Wir Grüne wollen deswegen Ihre Kürzungen der Investitionen rückgängig machen und auch wieder 200 Millionen Euro im Haushalt veranschlagen, um diesen Sanierungsstau schrittweise abzubauen. Da können und wollen wir uns nicht auf den Restposten verbleibender Überschüsse verlassen. Mittelfristig wollen wir sogar noch einen großen Schritt weitergehen. Um das Landesvermögen wirksam zu erhalten und zu schützen. Was hindert uns eigentlich daran, dieses Vermögen wie in Bayern
in einem Grundstockvermögen zusammenzufassen, das von der Verfassung geschützt und deswegen weder aktiv gemindert noch schleichend dahinschwinden darf. Dann wäre Schluss damit, Privatisierungserlöse wie in der Vergangenheit auf laufende Rechnungen im Haushalt zu verbraten. Und es wäre gesetzlich vorgeschrieben, Investitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen zu tätigen. Dazu werden wir Ihnen einen Vorschlag vorlegen und das Gespräch mit Ihnen suchen. Abschließend, wir werden in der Beratung im Ausschuss sicherlich die eine oder andere, sagen wir mal, technische Frage, weil das Gesetz ist doch mit heißer Nadel gestickt, klären müssen. Ich sehe aber noch einen wichtigen Punkt und da kündige ich Ihnen auch an. Sie möchten dieses Sondervermögen in seinen Ausgaben haushaltsfern außerhalb des Budgetrechts abwickeln. Es wird bewirtschaftet vom Senat und die Mitsprache liegt beim Hauptausschuss. Und wir, so steht das in dem Gesetz. Dort steht nicht, wie in anderen Bundesländern mit solchen Bundes, dass Entnahmen im Haushalt zu veranschlagen sind. Das ist die übliche Formulierung in anderen Bundesländern. Und wir werden sehr genau prüfen, ob das nicht die Rechte des Abgeordnetenhauses und insbesondere die individuellen Budgetrechte jedes Abgeordneten, der nicht in diesem Hauptausschuss sitzt, von Verfassungswegen verletzt. Wir werden das prüfen und wir werden das klären. Das ist dann vielleicht die einzige Frage, an der unsere Zustimmung hier in der Tat zu diesem Gesetz noch scheitern könnte. Vielen Dank, Kollege Esser. Für die Fraktion der CDU hat jetzt das Wort der Kollege Goyni. Bitte sehr. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Kollege Esser, um mit dem letzten Punkt gleich mal anzufangen, also die Ausgaben werden über den Haushalt laufen und die Einnahmen über das, was wir hier im Gesetz haben, also da brauchen Sie sich keine Sorge zu machen. Doch, wenn man es liest, findet man es auch, aber vielleicht ist es nicht mit heißer Nadel gestrickt, sondern mit flüchtigem Blick gelesen. Das sei ja auch bei dringlicher Einbringung der Opposition zugestanden. Und natürlich, lieber Herr Esser, wenn Sie das für Ihre Fraktion brauchen, bin ich auch gerne bereit, hier vor Zeugen zu attestieren, dass Sie Ihre Rolle als konstruktiver Oppositionsabgeordneter im Hauptausschuss auch ernst nehmen und voll ausfüllen. Manchmal würde es allerdings auch in der halben Redezeit funktionieren im Hauptausschuss. Ich will ja, die Betroffenen klatschen, auch aus der eigenen Fraktion. Sie kennen das mit ihm. Ja, genau. Nein, aber mal zur Sache selbst. Es ist tatsächlich ja so, dass das kein Schnellschuss ist, sondern eine konsequente Weiterentwicklung der Haushaltspolitik der Großen Koalition. Wir haben es geschafft, in dieser Wahlperiode keine neuen Schulden zu machen. Wir haben im Übrigen auch Schwerpunkte in die Investitionen bisher gelegt, mit entsprechender Erhöhung der Ansätze für Schul- und Sportanlagensanierung, für Straßenunterhaltung, für Kita-Ausbau, für Bädersanierung und ja, nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist überall mehr geworden, Herr Esser. Also ich muss ja sonst gleich meine Aussage zu Ihrer Oppositionsrolle zurücknehmen als Haushälter. Aber es ist ja tatsächlich so, dass wir entsprechend übrigens, ich habe das schon zum Beginn des Jahres gesagt, als wir den Bericht des Rechnungshofes hier diskutiert haben, wir haben den Auftrag, und das ist auch richtig, und das macht diese Koalition auch, wir müssen den Haushalt in Ordnung bringen. Das heißt, wir wollen keine neuen Schulden machen. Wir wollten Schulden tilgen. Das machen wir auch. Und übrigens, auch das hat einen Effekt. In diesem Doppelhaushalt sparen wir 50 Millionen Euro an Zinsen, weil wir mehrere hundert Millionen Euro Schulden getilgt haben. Das ist also kein Selbstzweck, sondern das ist auch eine erfolgreiche Haushaltspolitik, die wir machen. Und wir wollen, auch das fordert der Rechnungshof zu Recht ein, und auch das ist Politik der Großen Koalition, investieren. Und beim Thema Investieren ist es doch nicht damit getan, dass wir uns hier gegenseitig in der Erhöhung von Investitionstiteln überbieten. Die Große Koalition ist seit Beginn dieser Wahlperiode unterwegs, dafür zu sorgen, dass investive Mittel
ordentlich ausgegeben werden und vor allem auch abgerufen werden. Unser Problem ist doch, dass die Investitionstitel, die wir pro Jahr im Haushalt haben, gar nicht abfließen. Da ist es doch nicht richtig zu sagen, da packen wir einfach noch was rauf. Und das ist unser Bestreben, dass wir hier, und das wissen Sie, Kollege Schneider und ich und andere Koalitionshaushälter, denen ist das ein besonderes Anliegen, dafür zu sorgen, dass wir mit den investiven Mitteln auch ordentlich umgehen. Gleichwohl sagen wir, wir brauchen auch noch mal institutionalisiert einen anderen Umgang. Und deswegen ist das Gesetz, was wir Ihnen hier heute vorlegen, genau der richtige Weg, weil wir damit nämlich verbindlich sagen, wir wollen einen zusätzlichen Schwerpunkt in Investitionen legen. Und die wachsende Stadt können Sie nun drehen und wenden, wie Sie wollen. Das kann bedeuten, wir brauchen mal eine neue Schule, aber es kann auch sein, dass wegen wachsender Einwohnerzahlen eine alte Schule renoviert werden muss. Na gut, dann haben wir eben auch eine Bestandssanierung einer Schule. Das sind alles Dinge, die wir jedenfalls für die wachsende Stadt benötigen. Infrastruktur in den Facetten, wie wir sie hier aufgezeigt haben, sind jedenfalls für uns sehr wichtig. Unternehmen auch die Schuldentilgung. Und wir begrüßen es sehr, Herr Dr. Nussbaum, dass die Finanzplanung, die Sie aufgelegt haben, diese Umstände auch bereits berücksichtigt. Das heißt, auch hier haben wir eine gute Zusammenarbeit mit dem Senat und der Finanzverwaltung, wofür ich mich ausdrücklich bedanken möchte. Ich glaube, wir haben hier mit dem vorliegenden Gesetzentwurf auch noch mal die gerade Linie und die erfolgreiche Linie der Koalition in Haushalts- und Finanzpolitik unterlegt. Und ich glaube, das haben die Fraktionsvorsitzenden Saleh und Graf hier auch bei der Vorstellung dieser Initiative, die ja nicht erst gestern war, sehr deutlich gemacht. Wir wollen das in diesem Jahr noch umsetzen, damit es im nächsten Jahr in Kraft treten kann. Und wir glauben, dass wir damit noch einen wichtigen Baustein in eine erfolgreiche Haushalts- und Investitionspolitik dieses Landes gesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Goyni. Für die Linksfraktion erteile ich jetzt dem Kollegen Zillig das Wort. Bitte schön. Ja, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, es ist wohl wahr, die Stärkung der Infrastruktur in einer wachsenden Stadt ist ein drängendes Problem. Und investieren und die Stadt nicht weiter auf Verschleiß fahren, ist in der Tat das Gebot der Stunde. Das diskutieren wir nicht erst seit heute. Und die finanziellen Spielräume dafür sind ja auch vorhanden, auch wenn sie eher kleiner als größer werden. Insoweit, wir sollten uns freuen, insoweit freue ich mich tatsächlich, dass die Koalition dem jetzt Rechnung trägt, denn wir erinnern uns ja noch an die Auseinandersetzungen der vergangenen Jahre. Die Opposition hatte vorgeschlagen, die Jahresüberschüsse für Investitionen in Wohnen, Nahverkehr und den Rückkauf der Wasserbetriebe zu verwenden. Was sind wir beschimpft worden? Kollege Esser hat es angedeutet. Das sei jenseits der finanzpolitischen Vernunft. Gut, dass es hier jetzt eine Kurskorrektur seitens der Koalition gibt. Schlecht, dass die so spät geschieht, denn die Chance für Investitionen im Umfang von mehreren 100 Millionen € wurde dadurch vertan. Aber gerade angesichts der Vorgeschichte muss man sich über die Genese des Antrags doch schon wundern. Ne? Der Inhalt ist auch für die Koalition nicht neu. Der erste Entwurf stammt, glaube ich, spätestens aus dem Oktober 2013. Er ist inzwischen, glaube ich, im Frühling, Sommer, Herbst und Winter der Entscheidung mehrfach angekündigt und öffentlich verbraten worden, ohne dass etwas passiert ist. Und wie gesagt, die tatsächliche Politik von Senat und Koalition war währenddessen immer eine andere. Und so wundern wir uns natürlich schon, wenn wir dieses auch für Sie nicht neue Thema dann gestern als Dringlichkeitsantrag vorgelegt bekommen. Und ich will mich jetzt nicht formal mit dem Thema Dringlichkeit auseinandersetzen, darum geht es nicht, sondern es geht um den Politikmodus und auch um die mangelnde Ernsthaftigkeit, die dadurch sichtbar wird. Und nun bekommen wir heute eine Tischvorlage, die diesen gestrigen Antrag ersetzt. Wie das? Die Opposition hat die Koalition gestern darauf aufmerksam gemacht, dass das, was sie öffentlich behauptet und auch in der Begründung behauptet, dass sie beantragen würde, tatsächlich mit dem Antrag gar nicht beantragt wird. Ich bekomme hier langsam so ein bisschen ein Problem mit meinem Oppositionsverständnis. Offensichtlich ist unsere Aufgabe, dem Senat und der Koalition zu helfen. Erst beim Besoldungsgesetz, jetzt hier, aber wir machen das ja gerne, wenn andere arbeiten wie die Profis. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden Versionen ist auch kein kleiner oder redaktioneller, sondern es geht um den relevanten Unterschied. Geht es um die geplanten Überschüsse oder geht es um die tatsächlichen Überschüsse? Um das mal deutlich zu machen, für das vergangene Jahr, für 2013, wäre das ein Unterschied zwischen 0 € und einer Viertelmilliarde Euro gewesen, eine knappe Viertelmilliarde. Für dieses Jahr wird es wahrscheinlich ein Unterschied sein zwischen 10 Millionen € und ebenfalls einer Viertelmilliarde Euro. Aber das kann einem ja so mal durchrutschen.
Das ist korrigiert. Aber es bleiben darüber hinaus noch ein paar grundlegende Kritikpunkte. Ich will darüber reden. Herr Kollege Esser hat es angedeutet. Erstens sind die Investitionen tatsächlich auf die Hälfte der Überschüsse reduziert. Und der Kollege Wowereit hat ja zu Recht gesagt, das Ganze ist ein Tilgungsgesetz. Und warum ist das ein Kritikpunkt? Also erstens, wenn man eine Tilgung von jährlich rund 100 Millionen Euro, wie es die Finanzplanung vorsieht, in Augenschein nimmt, dann bedeutet das einen Schuldenabbaupfad von über 500 Jahren. Eine Finanzplanung auf solche Zeiträume auszulegen, ist albern. Und zum Zweiten, Kollege Esser hat es gesagt, die Unterlassung von Investitionen zugunsten der Tilgung ist nichts anderes als eine besonders teure Form der Neuverschuldung. Und Tilgung durch Neuverschuldung ist Quatsch. Der zweite Kritikpunkt, auch das hat Kollege Esser schon gesagt, die Begrenzung der Investitionen auf die wachsende Stadt. Mal sehen, wie es dann ausgelegt wird. Es gibt genügend Investitionen, die jenseits der wachsenden Stadt dringend nötig sind. Darüber werden wir in den Ausschussberatungen reden. Und der dritte Punkt, auch da hat der Kollege Esser recht, die Abwicklung des Sondervermögens, so lese ich es, jenseits des Haushalts und des Budgetrechts des Parlaments, wenn das jetzt ein anderes Verständnis bekommen sollte, dann werden wir darüber in den Ausschussberatungen sinnvoll reden können. Sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition, wir werden das alles in den Ausschussberatungen im Einzelnen diskutieren, aber am Schluss muss ich dann doch noch Ihre Begründung zitieren. Sie schreiben da, wir werden daher auch zukünftig sparsam Politik gestalten. Nun teilen wir den Eindruck durchaus, dass Sie vom Instrument der Politikgestaltung bisher sparsam Gebrauch gemacht haben. Aber wenn Sie nun bekennen, das auch weiterhin so zu halten, dann überrascht es uns zwar nicht, aber ist gleichwohl ernüchternd für die Stadt. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Zillig. Für die Piratenfraktion darf jetzt der Kollege Herberg das Wort ergreifen. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte dem Redner die Aufmerksamkeit zuteilkommen lassen? Das ist ja wie im Ältestenrat hier. So, fange ich mal an mit dem zitierten Satz von Herrn Schneider. Was lange währt, wird endlich gut. Da fragt man sich doch wirklich, warum dann dieser Antrag dringlich einen Tag, bevor das Plenum ist, hier eingebracht werden musste. Und warum jetzt da oben in der Ecke auch 1980 handschriftlich neu stehen muss. Also das ist schon ein gutes Zeichen dafür, wie die Koalition hier mit Gesetzen umgeht, vor allen Dingen zu solchen extrem wichtigen Punkten, die ja auch haushaltsrelevant sind, die ja auch Punkte anschneiden, wie die Rechte der Abgeordneten und ähnlichen Dingen. Gehen wir mal rein, SIVA, schöner Name, und zum Zweck. Da steht drin, die wachsende Stadt, insbesondere Neubau, und Erweiterung. Warum steht denn das Wort Erhalt da zum Beispiel nicht drin? Es nützt uns doch überhaupt nichts, wenn wir neue Schulen bauen und gleichzeitig verfallen uns andere Schulen. Das ist ja dann eine Waage. Da bleibt da überhaupt nichts am Ende übrig. Das ist ein Punkt, den wir in den Beratungen wahrscheinlich dann auch noch hoffentlich mit reinbekommen. Ein anderer Punkt, der mich daran stört, ist das Wort insbesondere. Weil wenn wir uns unsere Geschäftsordnung angucken, wo das Wort grundsätzlich bei 19 Uhr drin steht, dann wissen wir ja, wie Sie normalerweise grundsätzlich und andere Wörter auslegen. Und wenn da solche harten Wörter wie insbesondere drin stehen, dann fragt man sich schon, ob dann am Ende wirklich nur, wenn die Stadt wächst, also heißt es dann nur, wenn neue Leute kommen, dürfen wir das Geld in Neubau reinpacken? Oder heißt es auch, wenn zufälligerweise in einem Jahr keine neuen Menschen kommen und die Stadt damit ja nicht wächst, ob wir das Geld dann auch noch ausgeben können? Das ist halt, wenn man das so schwammig alles in solche Gesetze reinschreibt, dann sollte man sich lieber länger darüber Gedanken machen. Wir haben ja jetzt noch 2 Wochen Zeit, dass das alles so kurz vor Ende des Jahres hier reinkommt, das hätten Sie uns um die Ohren geschlagen, Sie machen es trotzdem, Sie haben die Mehrheit, ist schade. Da reden wir dann lieber im Hauptausschuss nochmal drüber. Über Rechtschreibfehler sage ich jetzt lieber nichts. Dann kommen wir zu Paragraph 3, Stellung im Rechtsverkehr. Wenn man sich das alles so durchliest, dann heißt es für mich im Prinzip, Sie geben hier die Hälfte aller Überschüsse, die wir im Land Berlin erzielen, komplett als Parlament aus der Hand. Weil Sie nämlich reinschreiben, dass einzig und allein der Senat vorschlagen darf. Das heißt, dass wir als Parlament überhaupt kein Initiativrecht haben, um über diese Mittel zu entscheiden. Das ist so eine Farce. Das heißt, wir sind als Parlament in Zukunft noch stärker von dem Senat abhängig, um unser Geld auszugeben, als wir es ohnehin jetzt schon sind.
Und das wollen Sie jetzt quasi auch noch in ein Gesetz reinschreiben. Also ich gehe mal davon aus, dass, was Herr Esser schon angesprochen hat, dass wir dann die Rechte des Abgeordneten, des einzelnen Abgeordneten hier in der Problematik sehen. Das werden wir im Hauptausschuss nicht nur andiskutieren müssen, sondern das werden wir im Zweifelsfall auch juristisch überprüfen lassen müssen. Weil es kann ja nicht sein, dass wir unsere eigenen Rechte hier aus der Hand geben. So, wenn wir dann mal rübergehen bei der Finanzierung, das ist ja auch schon angesprochen worden, da sind ja schon die gröbsten Fehler schon mal rausgenommen worden. Und wir uns das dann mit dem Haushaltsplan und Haushaltsrecht ebenfalls angucken. Da haben Sie ebenfalls schon den wichtigen Punkt aufgemacht, nämlich Haushaltsklarheit, Haushaltswahrheit, Haushaltstransparenz. Natürlich sind wir uns bewusst, dass nicht jede Ausgabe exakt eingeschrieben werden kann in einen Haushaltsplan und dass jetzt zum Beispiel bei Flüchtlingen abgewichen werden muss. Aber es kann doch nicht sein, dass wir im Prinzip fest veranschlagen, dass eine bestimmte Summe komplett in das exekutive Handeln übergeben werden kann und wir als Parlament im Prinzip nur noch zuschauen können und im Zweifelsfalle Nee sagen können. Also das ist ja eine Abhängigkeit, die wir da von der Regierung aufbauen, die Sie als Mehrheitsfraktion ja noch einigermaßen mittragen können. Aber die Rechte der Opposition überhaupt mitzudiskutieren an diesen Punkten, das elementare Recht hier im Abgeordnetenhaus haben Sie ja damit weggemacht. Und das ist ein Punkt, da werden wir definitiv so nicht mitgehen können. Und da müssen wir ernsthaft noch mal drüber reden. Und wenn ich mir noch mal den Anfangssatz von Ihnen zurechtlege, was lange währt, wird endlich gut. Ja, Sie haben sich echt lange dafür Zeit gelassen, weil die letzten beiden Jahre wären eigentlich die Jahre gewesen, wo wir ein Gesetz in der Art oder Haushaltsberatungen in der Art gebraucht hätten. Wir haben 2 Jahre lang nicht die Mittel, die wir zur Verfügung hatten, in Investitionen gesteckt. Das fällt uns jetzt nicht nur bei den Flüchtlingen mit Wohnungen und Ähnliches auf die Füße, weil wir hätten die Möglichkeit gehabt, dort in die Infrastruktur der Stadt zu investieren. Das haben Sie leider unterlassen und Sie versuchen jetzt zum Ende der Legislaturperiode im Prinzip für zukünftige Wahlperioden noch ein Gesetz mit reinzudrücken. Das ist schade. Wir würden Sie darauf auffordern, im nächsten Jahr auch in den Haushaltsberatungen sich konstruktiv damit zu beschäftigen und auch in dem Haushaltsplan direkt Investitionen reinzuschreiben und diese Investitionsquote, die wir im Land Berlin haben, endlich mal nach oben zu schrauben. Dankeschön. Vielen Dank, Kollege Herberg. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Gesetzesantrags an den Hauptausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Laufende Nummer 3.4, das ist die Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Mit dem Tagesordnungspunkt 19 rufe ich jetzt auf. Da geht es um den Antrag 17.19.53, Ende des Stillstands jetzt, S-Bahn-Ausschreibung neu starten. Regelung wie immer im Prioritätenblock. Es beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grüne und Herr Kollege Gelbhaar hat das Wort. Vielen Dank. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Senator Müller, der sitzt etwas weiter hinten. Trotzdem versuche ich ihn ab und zu anzusprechen. Sie sind mit enormer Verspätung gestartet, Herr Müller. Sie haben alle Signale missachtet und Sie haben bewusst von Anfang an die Weichen falsch gestellt. Und so sind Sie mit der S-Bahn-Ausschreibung geradewegs auf das Abstellgleis gerast. Ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen und jetzt geht es darum, den Schaden zu begrenzen und Chaos zu vermeiden. Sie haben sich selbst zum Infrastruktursenat erklärt, aber geliefert haben Sie bislang nicht. Ihr Agieren in Sachen S-Bahn macht das sehr deutlich. Formal haben Sie zwar, wie rechtlich geboten, nach jahrelangem Verzögern eine Ausschreibung angesetzt. Ihr Ziel war es aber offensichtlich, andere Anbieter als die S-Bahn Berlin GmbH aus dem Verfahren zu drängen und einen geordneten Wettbewerb zu verhindern. Das ist Rot-Schwarz am Ende des Tages auch gelungen, zum Schaden von Fahrgästen, von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zum Schaden des Landes Berlin. Ich sage das mal im Einzelnen. Schon zu Beginn wurden viele Anbieter ausgeschlossen, und zwar mit der Entscheidung gegen einen landeseigenen Fuhrpark. Damit konnten nur noch Staatsbahnen und weltweite Konzerne mitbieten, da die Wettbewerber die Züge bereitstellen müssen. Da hat der Senat wahrscheinlich gedacht, er ist fein raus und die Arbeit, das müssen dann die Betreiber machen. Gerade die Erfahrungen aus anderen Bundesländern zeigen aber, es gibt eine sehr große Zufriedenheit mit dem landeseigenen Fuhrpark. Und das ist ja auch klar, denn das bedeutet mehr Entscheidungsgewalt, höhere Kostenkontrolle und eben auch ein Stück Rekommunalisierung an der richtigen Stelle. Schade, dass das bei der Berliner SPD noch immer nicht angekommen ist.
Der Senat hat durch sein Vorgehen zudem Mehrkosten in Millionenhöhe verursacht. 160 Millionen Euro müssen als Übergangslösung in die museumsreifen Züge gesteckt werden. Diese Kosten waren vermeidbar und wir wissen nicht, wo die Renovierung hingeht. Es ist eine Fahrt ins Ungewisse. Erhalten die alten Baureihen nicht die notwendige Ausnahmegenehmigung des Eisenbahnbundesamtes, gibt es ab 2018 auf dem Ring allenfalls noch einen Halbstundentakt. Ja, das Rot-Schwarz-Malerei ist das. Der Senat hat unnötig durch Verschiebungen, durch rechtliche Fehler und sinnlose Gerichtsverfahren die Ausschreibung in die Länge gezogen. Der Senat hat sozialpolitische und ökologische Vorgaben für die Ausschreibung von Anfang an einfach weggelassen. Stichwort Ökostrom. Das stimmt, das haben wir im Ausschuss natürlich festgestellt. Herr Friederici, das können Sie gerne versuchen klarzustellen. Dann lese ich Ihnen aus den Protokollen vor. Und dann haben Sie stattdessen, ja, das ist der Witz an der Geschichte, durch überzogene nebensächliche Vorgaben, wie zum Beispiel den Farblacktyp, auch die letzten Mitbewerber der Bahn aus dem Verfahren abgeschreckt. Das hätten wir anders haben können und anders haben wollen. Und die S-Bahn-Ausschreibung war und ist damit ein Fall für die Vergabekammer und den Landesrechnungshof geworden. Wir wissen nun, seit der erfolgreichen Klage der Deutschen Bahn gegen das Verfahren und seit dem Rückzug des letzten verbliebenen Mitbewerbers vor ungefähr 4 Wochen, dass der Senat diese Ausschreibung mit gehörigem Anlauf in den Sand gesetzt hat. Wenn Sie, Herr Senator Müller, und Sie verstecken sich zu Recht da ganz hinten, diese Ausschreibung jetzt durchzocken, dann wird am Ende des Tages die Bahn die Bedingungen diktieren. Denn mit einem einzigen Bewerber kann man schlechterdings nicht gut verhandeln. Nun gibt es von Ihnen noch tolle Durchhalteparolen. Die werden allerseits, wir jetzt auch gleich hören, von wegen, da könnte ja noch und der könnte ja auch noch. Aber das Ergebnis des Ganzen, das ist leider vorhersehbar. Und dafür wollen Sie dann hier im Haus unsere Zustimmung haben. Ich glaube, es ist unsere parlamentarische Verantwortung, das so nicht zuzulassen. Wir alle wissen, die Berliner S-Bahn GmbH hat sich in den letzten Jahren nicht mit Ruhm bekleckert. Im Jahr 2013 fuhr die S-Bahn immerhin wieder mit 96% Pünktlichkeit. Aber wir haben uns mal den Spaß gemacht und uns gefragt, was heißt das eigentlich? Wie viel Wartezeit ist denn das eigentlich? Und hochgerechnet auf die Fahrgäste ist da eine spannende Zahl rausgekommen, nämlich über 1678 Jahre Wartezeit. 1678 Jahre Wartezeit, warum sage ich das? Wir können halt noch immer heute, noch immer nicht sicher eine adäquate Gegenleistung erwarten bei der S-Bahn Berlin GmbH. Und das ist ein Problem. Nun geben Sie, Herr Senator Müller, das Projekt ja bald an einen Nachfolger ab. Glück für Sie, nicht so Glück für ihn. Ich möchte Sie deswegen daran erinnern, was Sie selbst gesagt haben. Sie sagten, Sie wollen die Aufgaben der Stadt erledigen. Die Hausaufgabe S-Bahn, die ist bislang unerledigt. Und die Note, die dazu vergeben wäre, Herr Friederici, ist auch nicht besser als die für den BER. Deswegen erwarte ich eigentlich von einem Nachfolger, dass er sich auch zu dieser wesentlichen Baustelle äußert. Ihr designierter Nachfolger im Amt, der Herr Andreas Geisel, hat in seinen ersten Statements aber nichts zu dieser Hausaufgabe gesagt. Er wollte sogleich Ankündigungsweltmeister werden und hat das nächste Großprojekt verkündet. Und haha, es soll der Weiterbau der A100 sein. Dann bleibt es also dabei, der SPD-CDU-Senat kann nicht Flugzeuge, der kann nicht Fahrrad, der kann nicht S-Bahn und setzt deshalb doch nur alles auf eines, die autogerechte Stadt. Herr Senator, Hausaufgaben machen geht eben doch anders. Eins möchte ich ihm doch zugestehen, er weiß im Grunde, wann und warum ein Vergabeverfahren aufgehoben werden kann, der Herr Senator. Denn Sie haben im Ausschuss bereits erkennen lassen, dass Sie auch über dieses Worst-Case-Szenario nachgedacht haben. Sie wissen, wenn kein ordentliches Angebot eingegangen ist oder sich kein wirtschaftlich vertretbares Ergebnis feststellen lässt oder andere schwerwiegende Gründe bestehen, dann können Sie das Verfahren aufheben. Und dann sollten Sie es auch aufheben, bereiten Sie diesen Fall vor. Wenn ich Verantwortung für die S-Bahn hätte, ich würde es tun. Denn wir stehen im Wettlauf mit der Zeit und 2017 wirft seine Schatten voraus. Deswegen verschließe ich mit den Worten, heben Sie das Verfahren dann auf, setzen Sie auf den landeseigenen Fuhrpark und schreiben Sie dann den Betrieb neu aus. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Gelber. Für die Fraktion der SPD nimmt jetzt sein Rederecht der Kollege Heinemann wahr. Bitte schön.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Gelper, das, was Sie hier gerade gesagt haben, das meinen Sie doch nicht wirklich ernst. Ja, ist denn schon Weihnachten bei den Grünen oder ist Ihr Antrag ein verspäteter Karnevalsscherz? Immerhin wurde er einen Tag nach dem 11.11. eingereicht. Ihre Forderungen, die Ausschreibung für das S-Bahn-Teilnetz Ring jetzt neu zu starten, bedeutet doch nichts anderes als ein noch längeres Warten auf entscheidende Verbesserungen bei der S-Bahn. Ein neues Verfahren kostet Zeit, die wir nicht haben, und das wollen wir den Berlinerinnen und Berlinern nicht zumuten. Ich habe diese Woche mit Experten des VBB, in deren Hand die Ausschreibung ja liegt, über ihre Idee gesprochen, und sie haben nur mit den Augen gerollt. Und auch der von Ihnen vorgeschlagene Aufbau eines landeseigenen Fuhrparks würde das ganze Verfahren zum jetzigen Zeitpunkt verlängern und vor allem für Berlin erhebliche finanzielle Risiken bedeuten. Ihr Antrag bedeutet Chaos. Und ich bezweifle, dass Ihr Vorschlag für Berlin günstiger wäre. Berlin und Brandenburg erwarten von einem künftigen S-Bahn-Betreiber, dass er die Kompetenzen für Beschaffung, Wartung und Fuhrparkbetrieb hat und mitbringt. Mit Ihrem landeseigenen Fuhrpark stehen Sie doch von Anfang an alleine da. Die Beschäftigten der S-Bahn halten davon genauso wenig und denen werden Sie ja wohl kaum die Kompetenz absprechen, wie auch der Berliner S-Bahn-Tisch. Und auch die Begründung, ein landeseigener Fuhrpark hätte dem Land über 100 Millionen Euro für die Aufrüstung der alten Züge für den weiteren Einsatz ab 2017 bis zur Lieferung von neuen Wagen erspart, ist doch eine Milchmädchenrechnung. Rechnen Sie bitte richtig. Die S-Bahn-Fahrzeuge sind zum Zeitpunkt des Übergangsbetriebs abgeschrieben und somit viel billiger im Betrieb. Wollen Sie als Grüne diese Ersparnis nicht? Das gehört doch zu einer Gesamtrechnung dazu. Interessant ist auch Ihre Kritik an angeblich unzähligen, komplizierten Vorgaben zu den neuen Zügen. Hätte der Senat die Standards gegen die Interessen der Fahrzeuge oder gegen die Interessen der Fahrgäste niedrig halten sollen, nur damit die Industrie nicht allzu viel nachdenken muss, eventuell sogar auf den Standards aus den 30er und 80er Jahren von früheren Beschaffungen, sicher nicht. SPD und CDU wollen moderne, kunden- und umweltfreundliche S-Bahnen für Berlin, beispielsweise mit mehr Platz für Fahrräder und mit Klimaanlagen. Kurz, hochwertige und sichere Züge, die auf dem neuesten Stand der Technik sind. Wir haben unsere Ansprüche, haben Sie keine. Ich bin zuversichtlich, dass das von der S-Bahn Berlin vorgelegte Maßnahmenpaket zum Weiterbetrieb der Altbaureihen 480 und 485 über das Jahr 2017 hinaus bis zum Jahr 2023 wahrscheinlich umgesetzt wird. Der Senat hat dazu vor zwei Wochen im Hauptausschuss berichtet und das zuständige Bundesministerium hat im September den entsprechenden Antrag für den Weiterbetrieb zugestimmt. Ich hoffe, dass auch das Eisenbahnbundesamt dem rasch folgt. Ein Wort am Ende zum aktuellen S-Bahn-Betrieb. 2013 war die S-Bahn nur zu 93,5% pünktlich. Wenn auch die Probleme, wie sie 2009 und 2010 durch Missmanagement bei der Bahn zutage getreten sind, hinter uns liegen, muss die S-Bahn-Führung mit Unterstützung aller Bahntöchter noch härter daran arbeiten, den vereinbarten Betrieb auch anzubieten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, es nervt. Heute sind wieder Weichen ausgefallen. Danke, DB Netz. Auch hier ist, sage ich mal, Verantwortung von der Bahn gefordert. Die Schienenbrüche auf der Stadtbahn bei so einer wichtigen Strecke darf so etwas nicht passieren. Und hier erwarte ich eigentlich auch vom Senat, dass hier noch mal die DB Netz auch zum Rapport einbestellt werden kann. Es kann nicht sein, dass alle Fehler immer nur hier von der Bahn in Berlin gemacht werden. Zum Schluss aber auch noch der Hinweis, den ich am Jahresende nicht versäumen möchte. Und ich denke, da sind Sie alle mit mir der Meinung, dass wir den Beschäftigten der Bahn zu danken haben, die dafür sorgen, dass unsere S-Bahn fährt, sauber und sicher ist.
Wir, das ganze Haus und die Berlinerinnen und Berliner, danken es Ihnen. Vielen Dank an die Beschäftigten der S-Bahn. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Danke auch Ihnen, Kollege Heinemann. Aber jetzt hat noch mal das Wort zur Kurzintervention der Kollege Gelbhaar. Bitte schön. Und immer dran denken, direkt an den Vorredner wenden, bitte. Ach, Herr Kollege Fridizi, Sie sind ein Spaßvogel. Aber das Ganze ist hier kein Karnevalsscherz, sondern wir haben schon im... Die ist eben nicht lustig, wenn man an der Bahnsteigkante steht und wartet, Herr Heinemann. Da ist überhaupt nichts lustig dran. Und ich verstehe es nicht, dass Sie sich auf den Gedanken nicht einlassen können, dass es eben schwierig ist, mit einem Monopolisten zu verhandeln. Und vielleicht kommen Sie gleich nochmal nach vorne und erklären einfach mal, wie Sie das so gelernt haben, mal zu verhandeln, wenn man eine 1-zu-1-Situation ist. Oder ob es nicht vielleicht doch besser ist, wenn man da mehrere Anbieter hat, wo man dann auswählen kann, wo man die dann gegenseitig unter Druck setzen kann, dass sie eben bessere Angebote angeben. Das, was wir gemeinhin Marktwirtschaft nennen, wofür auch die SPD zumindest an mancher Stelle steht. Vielleicht nicht hier im Hause, aber allgemein habe ich das schon mal so gehört. Ich verstehe Sie da echt wirklich gar nicht. Wir sprechen hier auch im Abgeordnetenhaus nicht immer nur einmal Lob für irgendwelche Beschäftigten aus, sondern wir versuchen Politik für und mit denen zu machen. Und auch das lassen Sie hier absolut vermissen. Letzter Punkt. Sie haben schon im Wahlkampf alles andere gesagt, als Sie es jetzt gemacht haben. Sie haben gesagt, es funktioniert ohne Ausschreibung. Zum Schluss haben Sie eine gemacht. Sie sagen jetzt, landeseigener Fuhrpark ist eine dumme Idee. Wissen Sie, wer den landeseigenen Fuhrpark in Niedersachsen quasi erfunden und eingeführt hat? Das war ein Parteifreund von Ihnen, der ist später Bundeskanzler geworden, der hieß Gerhard Schröder. Vielleicht gucken Sie sich mal genau an, was der so hingekriegt hat. Dankeschön. Herr Kollege Heinemann, wollen Sie antworten? Ich sehe, das wollen Sie und ich erteile Ihnen das Wort. Lieber Herr Gelbhaar, ich hätte ja jetzt auf die Intervention verzichtet, aber wenn Sie hier mit Gerhard Schröder kommen, dann muss ich ja doch noch mal was sagen. Also Sie können ja das niedersächsische System überhaupt nicht mit dem Berliner System vergleichen. Sie wissen, das ist eine Insellösung und für das niedersächsische System können Sie Lokomotiven und Wagen von der Stange kaufen bei zig Betreibern und die können Sie sofort kaufen, die können Sie mieten und das ist ja genau das Problem, was wir hier in Berlin mit der S-Bahn haben und hier ist sehr viel mehr Kompetenz erforderlich und die erwarten wir auch von einem Betreiber und dieses Risiko wollen wir auch nicht einseitig auf das Land abweisen. Und weil Sie gerade die vielen Fahrgäste angesprochen haben, ich fahre auch jeden Tag mindestens zweimal S-Bahn und mir stinkt das genauso, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber Sie fordern heute hier die Ausschreibung zu beenden und auch mit den Wagen noch mal auf Null zu gehen. Und Sie wissen auch, wenn wir heute beenden, dann würde das alles noch mal mindestens 2 Jahre länger dauern. Und das ist den Berlinerinnen und Berlinern überhaupt nicht zuzumuten. Und hören Sie auch auf, es gibt nur einen Anbieter, das wissen Sie nicht. Wir werden sehen, was an Angeboten nächstes Jahr im März abgegeben worden ist. Und dann gucken wir mal. Und selbst für den Fall, dass es nur so wäre, dass die Deutsche Bahn, sage ich mal, im Zuge wäre, dann wissen Sie auch, dass diese Ausschreibung da der sie gewinnt, ja auch die Wagen beschaffen muss. Da wird es auf jeden Fall schon mal mehrere geben, weil dort gibt es die Konkurrenz zwischen Siemens, Bombardier. Und da haben Sie den Konkurrenzkampf. Und seien Sie gewiss, der neue regierende Bürgermeister, das hat er auch schon öffentlich gesagt, wird sich von niemand erpressen lassen. Und das weiß auch die Bahn, dass sie hier die Preise nicht diktieren kann. Ja? Berlin ist selbstbewusst genug. Vielen Dank. Für die Fraktion Die Linke hat jetzt Kollege Harald Wolf das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Heinemann, Sie wären ja bei aller Notwendigkeit, dass Sie die Senatspolitik verteidigen, zugeben müssen, dass diese Ausschreibung alles andere als eine Erfolgsgeschichte ist. Sieht man sich mal die Ansprüche, die der Senat selbst an diese Ausschreibung gestellt hat, an. Nämlich erstens, er wollte die Deutsche Bahn über mehr Wettbewerb unter Druck setzen im Verhandlungsverfahren und er wollte gleichzeitig neue und moderne Züge beschaffen. Das Ergebnis dieser Ausschreibung ist ganz offensichtlich, wir würden uns alle wundern, wenn es im Februar anders ist,
dass der Senat nicht im Wettbewerb verhandelt, sondern mit einem Monopolisten, nämlich alleine mit der Deutschen Bahn, so wie das schon immer war. Und wir wissen alle aus der Vergangenheit, welche schwierige Konstellation es ist, mit der Deutschen Bahn das S-Bahn-Thema zu verhandeln. Und was die Züge angeht, stellt man fest, die neuen Züge stehen nicht 2017 mit dem Auslaufen des Vertrags zur Verfügung, sondern erst 2023 werden sie vollständig zur Verfügung stehen, wenn alles gut läuft. Und bis dahin muss die Deutsche Bahn oder bzw. die S-Bahn GmbH weiterhin mit alten, aufgemöbelten Zügen fahren, von denen noch nicht sicher ist, dass diese Renovierung, dass diese Überholung vom Eisenbahnbundesamt genehmigt wird. Das alles ist das Resultat dieser Ausschreibung und das ist alles andere als eine Erfolgsgeschichte. Und die Ursache liegt darin, einmal, dass der Senat die Ausschreibung gekoppelt hat mit der Beschaffung der Fahrzeuge. Weil das hat dazu geführt, dass die Beauftragung überhaupt erst nach Ende der Ausschreibung erfolgen kann. Ich habe das schon zigmal hier erläutert und alle wissen es. Also erst ab 2015 kann überhaupt die Bestellung rausgehen. Und das führt dazu, dass die Züge eben erst viele Jahre nach dem Auslaufen des S-Bahn-Vertrags zur Verfügung stehen. 2010 haben sowohl ich als auch die damalige Verkehrssenatorin Junge-Reyer den Vorschlag gemacht, dass das Land Berlin die Fahrzeuge selbst bestellt. Dann wären sie nämlich 2017 da gewesen. Das ist nicht umsetzbar gewesen aufgrund von Widerständen innerhalb der SPD dagegen. Und natürlich ist das nicht risikofrei, aber es gibt die Kompetenzen, die man sich auf dem Markt einkaufen kann für die Bestellung dieser Fahrzeuge. Das ist nicht weniger risikobehaftet als die Ausschreibung oder die Vergabe dieser Fahrzeugbeschaffung an einen Dritten, an die Deutsche Bahn oder an wen sonst. Weil Sie wissen auch da nicht, was Sie geliefert bekommen. Die Tatsache, dass die Züge überhaupt erst vollständig 2023 eingesetzt werden können, führt unter anderem dazu, dass der Erwerber der Züge diese überhaupt erst, also dass die Abschreibungszeiträume buchhalterisch sich deutlich verkürzen. Das wird er dem Land Berlin in Rechnung stellen, weil sich damit seine Finanzierungskonditionen verschlechtern. Kann mir keiner erzählen, dass das keine Auswirkungen auf den Preis hat. Und die Tatsache, dass wir für die Überholung der Fahrzeuge 100 bis 160 Millionen zahlen müssen, kann man zwar sagen, wir fahren da jetzt erstmal weiter mit abgeschriebenen Fahrzeugen. Ja, das ist ein bilanzieller Effekt, aber cashmäßig müssen diese 100 bis 160 Millionen gezahlt werden. Kommen Sie hier nicht mit Bilanztricks. Real müssen 100 bis 160 Millionen Euro bar auf den Tisch gelegt werden. Und das ist das Problem, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, wir haben schon Anfang 2012, zu Beginn dieser Legislaturperiode und schon zu unserer Regierungszeit einen alternativen Vorschlag gemacht. Nämlich zu sagen, die Fahrzeuge sollen bestellt werden. Entschuldigung. Die Fahrzeuge sollen bestellt werden. War jetzt nicht zur Tagesordnung. Die Fahrzeuge sollen bestellt werden durch das Land Berlin. Und das Land Berlin soll ein kommunales Unternehmen aufbauen, das in der Lage ist, als Wettbewerber gegenüber der Deutschen Bahn aufzutreten. Von Seiten der SPD-Fraktion wird immer wieder gefeiert, dass man mit Berlin Energie in die Netzkonzessionsverfahren gegangen ist und damit einen wirklichen Wettbewerb hergestellt hat. Wären Sie dann in diese Situation mit einem kommunalen Unternehmen in diese Auseinandersetzung gegangen und möglicherweise dann auch gegen der Deutschen Bahn in Verhandlungen eintreten können, hätten Sie bessere Konditionen gehabt? Ich weiß, dass es für eine solche Position innerhalb der SPD-Fraktion große Sympathien gab. Sie haben sich nicht durchsetzen können. Insofern haben Sie jetzt Murks am Ende dieser Ausschreibung. Und da gilt an diesem Punkt der Satz von Adorno, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Aus diesem Mist kommen Sie jetzt nicht mehr so einfach raus. Und deshalb sage ich, wir werden im Februar oder März, wenn die Angebote endlich vorliegen, darüber diskutieren müssen, wie es mit der S-Bahn, wie es mit den weiteren Teillosen weitergehen soll. Wir brauchen endlich ein vernünftiges Gesamtkonzept. Das zu wiederholen, was Sie mit dieser Teilausschreibung gemacht haben, das halte ich für einen grandiosen Fehler. Hier muss eine Kurskorrektur stattfinden.
Vielen Dank, Herr Kollege Wolf. Für die Fraktion der CDU erteile ich jetzt dem Kollegen Friederici das Wort. Bitte schön. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dass jetzt Adorno schon für die Linkspartei hierher halten muss, um ihre Argumente zu erläutern, das ist ja nun schon wirklich sehr bezeichnend. Ansonsten haben Sie ja wieder eine versuchte Vergangenheitsbewältigung betrieben. Man fragt sich, warum Sie eigentlich hier bis 2011 10 Jahre regiert haben und alles blockiert haben, was Ihr damaliger Koalitionspartner SPD mit uns jetzt erfolgreich umsetzt. Hätten Sie das nicht getan, hätten wir heute schon neue Fahrzeuge, aber dazu waren Sie ja nicht willensbereit und ideologisch in der Lage. Es ist aber nun davon auszugehen, dass mit dem von den Grünen geforderten Ausstieg aus der aktuell laufenden S-Bahn-Ausschreibung des Teilnetzes Ring und der Südosttrasse ein nachweislicher Vorteil überhaupt erreicht werden kann. Weder von Vorteil für die Fahrgäste noch für die Vergrößerung des Wagenparks der S-Bahn noch für die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, Sauberkeit und Sicherheit bei der S-Bahn noch ist es ein Vorteil für das Land Berlin und seine Vertragsbeziehung zum Betreiber des S-Bahn-Netzes bei diesem Vorhaben der Grünen. Beginn dieses Ausstieges, Beginn des neuen Verfahrens, neue Ausschreibungen, ein bestenfalls Vergabe danach zum Ende des laufenden Jahrzehntes, wo soll da der Vorteil sein? Es ist eher davon auszugehen, dass mit dem von den Grünen geforderten Ausstieg nicht nur das Verfahren komplizierter wird, es würde nun noch deutlich länger dauern. Und es würde sicher auch, wenn die aktuelle Bewerberlage nun ein bisschen übersichtlich geworden ist, nicht ausgeschlossen werden können, dass allein durch die Aufhebung wiederum von interessierter Seite eine Schadensersatzforderung gegen das Land Berlin und das Land Brandenburg erhoben würde. Und diese würden nun wiederum das Verfahren verlängern und deutlich verteuern, wenn sich die Grünen hier durchsetzen. Wo ist da der Vorteil dieses Antrages? Seinerzeit ist durch die positive Entscheidung zur quasi Normenkontrollklage des deutschen Bahnunternehmens S-Bahn zur Laufzeit des künftigen S-Bahn-Vertrages in wesentlicher Art und Weise es zur Verlängerung des laufenden Verfahrens gekommen. Als Ergebnis kann bezüglich des Zeitrahmens zwar nun eine übersichtliche Bewerberlage festgestellt werden. Das ist aber durchaus nicht unüblich bei Ausschreibungen im öffentlichen Nahverkehr in Deutschland. Würde sich dieses Parlament hier nun dazu verständigen, das laufende S-Bahn-Ausschreibungsverfahren gemäß des grünen Antrages aufzuheben, dann wird es also deutlich teurer, deutlich länger und deutlich kompliziert werden, als dies heute schon der Fall ist. Eine neuerliche Verzögerung und Verteuerung, so wie dies als Ergebnis des hier vorliegenden S-Bahn-Antrags der Grünen kommen würde, ist nicht Ziel der Koalition aus SPD und CDU. Auch ist nicht nachvollziehbar, dass der Senat einen Zeitplan vorlegen soll, so wie Sie dies im grünen Antrag vorlegen. Sie wollen ein bisheriges Verfahren ändern und verlangen dafür vom Senat einen neuen Zeitplan. Sie sind in der Verantwortung, wenn Sie etwas ändern wollen, dass Sie einen fundierten Zeitplan vorlegen müssen, wie Sie sich das vorstellen und wann die Berliner endlich zu neuen S-Bahn-Fahrzeugen kommen würden. Sie sind in der Pflicht in Ihrem Antrag, nicht der Senat, wenn Sie etwas vorschlagen. Wir werden das Ausschreibungsverfahren des Senats zur S-Bahn als Koalition weiter unterstützen und hoffen auf einen guten Ausgang für den öffentlichen Nahverkehr in Berlin mit mehr Fahrzeugen, mehr Zuverlässigkeit, mehr Zufriedenheit und mehr Pünktlichkeit für die Fahrgäste und die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs. Wir sind hier, auch wenn es etwas länger dauert, auf dem richtigen Weg und ich denke, wir werden das auch erfolgreich zum Abschluss bringen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Friederici. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Kollege Baum. Bitte schön. Ja, vielen Dank, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was soll man dazu sagen? Die Koalition sagt, es ist alles wunderbar, das läuft, es dauert länger, aber trotzdem ist es genauso, wie es geplant wurde. Die Wagen, die alten, können wir länger benutzen. Eigentlich ist doch alles total in Ordnung und super. Und die Grünen sagen, es ist ganz schlecht. Und aus objektiver Sicht der Piraten muss ich sagen, hier herrscht Chaos. Hier herrscht Chaos. Es ist nämlich bisher überhaupt nicht absehbar, ob dieses Verfahren tatsächlich zu einem erfolgreichen Ende geführt werden kann und welches Ende uns dann eigentlich bevorsteht. Und wir müssen ja sehen, dass es hier eine Planung gibt, die offensichtlich so nicht funktioniert hat.
2012 wurde gesagt, dass also Ende 2014 beziehungsweise Anfang 2015 die Ergebnisse vorliegen sollen aus dem Vergabeverfahren. Und bisher sehen wir also nicht, dass das auf einem funktionierenden Weg gut zum Ende gebracht werden kann. Die Piraten fordern ja auch seit 2011, steht auch ein großes Kapitel in unserem Wahlprogramm drin, dass wir uns dafür einsetzen, dass eben ein Fuhrpark in kommunaler Hand aufgebaut werden soll. Aus der Betrachtung der jetzigen Sicht oder des jetzigen Zeitpunkts muss man sagen, das wäre wahrscheinlich auch die bessere Strategie gewesen. Wenn man jetzt irgendwann mit der Bestellung anfängt, es wurde ja schon erwähnt, wann wir dann mit den neuen Wagen rechnen können. Der Senat sucht sein Glück auch in den Teilausschreibungen, bei denen aller Voraussicht nach der alte Betreiber der neue ist. Was ist aber eigentlich mit dem Gesamtnetz? Was kommt eigentlich danach? Also wir konzentrieren uns natürlich jetzt hier zunächst mal auf den aktuellen Vorgang auch der Teilausschreibung. Aber was passiert dann letzten Endes mit dem Gesamtnetz? Dazu gibt's noch, habe ich noch wenig gehört und wenig Planungen vernommen. Grundlegende Strategien, hier eine Rekommunalisierung voranzutreiben, wurden auch nicht verfolgt. Und mit dem derzeitigen Plan, wie es hier bei der Ausschreibung passiert, kann man eben auch nicht sagen, dass es im Gesamtnetz funktionieren würde, wenn da eben ein Betreiber sich sozusagen die Fahrzeuge für das gesamte Netz anschaffen müsste. Da gibt es eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als dass das auch in kommunaler Hand passiert. Es droht ein Scheitern und deswegen ist der grüne Antrag in meinen Augen auch berechtigt, auch wenn man sehen muss, was daraus dann eigentlich folgt. Also wenn wir dann nächstes Jahr diesen Antrag in den Ausschüssen beraten werden und dann im Laufe des Jahres eben noch weiter besprechen werden. Ob das dann wirklich der erfolgreiche Weg ist, müssen wir auch mal sehen. Aber letzten Endes hat der Senat zu dieser Situation ja beigetragen, dass wir jetzt hier darüber auch in dieser Form sprechen müssen. Eine ernsthafte Prüfung, wie der Betrieb in kommunaler Regie erfolgen kann, erwarten wir weiterhin. Und wir sind gespannt, wie tatsächlich dann die Kurve noch gekriegt werden wird nächstes Jahr bei dem Ende der Ausschreibung. Ich gehe nicht davon aus, dass die Ausschreibung gestoppt werden wird, auch wenn das natürlich irgendwann zu dem man irgendwann vielleicht auch zu der Erkenntnis kommen kann. Und dann muss ich sagen, besser jetzt als später. Ich bin gespannt, wie dieses Verfahren zu einem erfolgreichen Ende geführt werden kann und wann die Berliner wieder mit einer funktionierenden S-Bahn in der Stadt Berlin rechnen können. Völlig offen. Danke. Dankeschön, Kollege Baum. Weitere Wortmeldungen, meine Damen und Herren, liegen hier nicht vor. Es wird vorgeschlagen, den Antrag an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und an den Hauptausschuss zu überweisen. Widerspruch höre ich nicht, dann verfahren wir so. Ich rufe auf die laufende Nummer 3.5, das ist die Priorität der Fraktion Die Linke, verbunden mit Tagesordnungspunkt 7, Drucksache 19/1712, eine Beschlussempfehlung des Innenausschusses zum Antrag der Piratenfraktion, der Fraktion Die Linke und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 19/1636 mit dem Titel Stigmatisierung von Personen in polizeilichen Datenbanken beenden. In der Aussprache beginnt die Fraktion Die Linke und der Kollege Schatz hat jetzt das Wort. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, unser Grundgesetz, ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht. Klein, aber oho. Unser Grundgesetz postuliert in Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Meine Würde ist antastbar, wie ich lernen musste, weil ich auf Grundlage meiner HIV-Infektion gesellschaftlich diskreditiert werde. Ich werde mit einem Etikett Ansteckungsgefahr versehen, obwohl das nachweislich falsch ist. Nebenbei bemerkt, wenn ich in Großbritannien Chirurg wäre, könnte ich als behandelter HIV-Positiver dort operieren. Also hier erklären allerdings CDU und SPD, dass ich für einen Polizisten, eine Polizistin eine Gefahr bin, auf die hingewiesen werden muss. Ich weiß,
Und sicherlich wird Herr Zimmermann und Herr Juncker uns darüber aufklären. Nicht jeder HIV-Positive kommt in diese Dateien. Aber wie man in diese Dateien kommt, und das hat der Berliner Datenschutzbeauftragte gesagt, ist für ihn selber nicht erklärbar. Insofern müssen alle damit rechnen, dass sie in Situationen kommen, wo sie dort gespeichert werden. Dieses Vorgehen, auf Grundlage eines Merkmals diskreditiert zu werden, nennt man Stigmatisierung. Es ist stigmatisierend, was Sie hier tun. Diese Speicherung ist stigmatisierend. Sie argumentieren mit Eigensicherung. Und ich will Ihnen sagen, Eigensicherung, wenn es um die Krankheiten geht, die hier angeführt worden sind, Hepatitis B, Hepatitis C und HIV, geht anders. Gegen Hepatitis B kann man sich impfen lassen. Und wer auch eine berufliche Exposition hat, dem ist nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission eine Impfung sogar empfohlen. Bei Hepatitis C gibt es mittlerweile wirksame Behandlungen, die in wenigen Wochen ein Ausheilen zur Folge haben. Und bei HIV gibt es mittlerweile eine erfolgreiche Postexpositionsprophylaxe, also die Pille danach. Mit dieser Speicherung gaukeln Sie den Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei eine falsche Sicherheit vor. Ich finde, Ihr Vorgehen ist verlogen. Ausgrenzung und Diskriminierung tötet, sagt die Deutsche AIDS-Hilfe. Und ich finde, sie hat recht. Wer Angst haben muss, aufgrund seines HIV-Status ausgegrenzt zu werden, vermeidet wahrscheinlich einen HIV-Test, der Klarheit schafft und durch Behandlung Leben retten kann. Ihr Vorgehen, dass Sie zum ersten Mal seit Ausbruch der AIDS-Epidemie eine namentliche Speicherung ermöglichen, bricht mit der liberalen AIDS-Politik in Deutschland, die in den 80er Jahren entwickelt wurde. Also Gauweiler reloaded. Damals haben Rita Süssmuth, eine CDU-Politikerin, und in Berlin Ulf Fink für eine liberale AIDS-Politik gesorgt. Was da jetzt passiert, ist genau das Gegenteil. Wie gesagt, Gauweiler reloaded. Und ich sage mal, eine Politik, die sich gegen aktuelle Erkenntnisse richtet, verdient den Namen reaktionär. Und das ist im Jahre 2014 ein veritabler Skandal. In der Abstimmungsempfehlung, die Sie uns hier vorlegen, schlagen Sie vor, die Ausgrenzung mit einem neuen Namen zu versehen. Darum geht es aber nicht. Es geht nicht darum, einen neuen Namen zu finden, sondern diese diskriminierende und ausgrenzende Praxis zu beenden. Gestatten Sie mir zum Schluss eine persönliche Bemerkung. Denen, die aus den Koalitionsfraktionen aus Anlass des Welt-AIDS-Tages, der ja in wenigen Tagen ist, hier heute die rote Schleife tragen, möchte ich sagen, machen Sie das ab. Ihre Solidarität ist Heuchelei und ich finde es unerträglich. Vielen Dank, Kollege Schatz. Für die Fraktion der SPD spricht jetzt Kollege Zimmermann, dem ich damit das Wort erteile. Bitte schön. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben ja hier abzuwägen in der Frage der Aufgabenerfüllung der Polizei, welche Daten braucht die Polizei für ihre Ermittlungsarbeit, welche braucht sie zur Gefahrenabwehr und welche Begriffe sind so stigmatisierend, dass wir sie nicht akzeptieren können. Und da muss man, glaube ich, ein bisschen differenziert drauf gucken, was wir hier veranstalten. Wenn in einer polizeilichen Datenbank der Begriff einschlägig vorbestraft steht zum Beispiel, ist das in gewisser Weise auch ein bisschen stigmatisierend, aber für die Ermittlungstätigkeit möglicherweise von erheblicher Bedeutung und nicht unzulässig, dass so etwas in einer Datenbank steht. Es kann aber sinnvoll sein, ein bestimmtes Merkmal in einer Datenbank zu haben. Darauf können wir uns vielleicht verständigen, ohne dass man gleich, weil es ein Merkmal ist, gleich den Vorwurf des Stigmas erhebt. Aber wir haben ja Ihr Petitum im Ausschuss und in Ihrem Antrag überhaupt nicht von vornherein abgelehnt. Und wir haben das auch nicht rundweg zurückgewiesen, sondern wir haben gemeinsam überlegt,
wie man die bisher verwendeten Begriffe in den polizeilichen Datenbanken von unnötigen, stigmatisierenden oder gar diskriminierenden Wirkungen befreien kann. Und das ist unser gemeinsames Ziel. Auch das wollten wir. Und ich glaube, das müssen Sie nicht diffamieren. Wir haben ja eine Beschlussempfehlung vorgelegt, mit der wir bestimmte problematische Begriffe aufgreifen, die wir geändert haben wollen. Und das ist zum Beispiel der Begriff geisteskrank. Der ist nicht nur antiquiert, sondern er ist auch vollkommen unspezifisch und stammt aus einer Zeit, in der tatsächliche oder vermeintliche psychische Erkrankungen allgemein als etwas Unnormales oder von vornherein Verdächtiges oder vielleicht sogar als etwas Gefährliches betrachtet wurden. Und dies ist tatsächlich stigmatisierend, das ist vollkommen unangemessen und dies muss auch verändert werden. Wenn Erkenntnisse über psychische Erkrankungen irgendwie relevant sind, dann muss dafür ein adäquaterer Begriff gefunden werden, auch in einer polizeilichen Datenbank. Für die Ansteckungsgefahr, Herr Kollege Schatz, gilt Ähnliches. Dieser Begriff ist sehr unspezifisch, er ist ungenau, er ist nicht angemessen. Und Sie haben natürlich vollkommen recht, dass allgemein eine festgestellte Erkrankung überhaupt nicht bedeutet, dass unmittelbar eine Ansteckungsgefahr besteht. Und deswegen muss man auch hier differenzierter vorgehen. Und auch das wollen wir mit unserer Beschlussempfehlung erreichen, dass dieser Begriff von den Innenministern in der IMK noch mal überprüft wird und möglicherweise ein anderer gefunden wird. So. Was wir aber gleichzeitig wollen, und das unterscheidet uns eben, ist, dass es möglich sein muss, in den polizeilichen Datenbanken Merkmale zu halten, die dazu geeignet sind, polizeiliche Einsätze und Polizistinnen und Polizisten auch zu schützen. Wir wollen nicht alles speichern, da komme ich noch drauf. Auf Ihre Legendenbildung, Herr Lux, komme ich noch. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Delius. Kollegen Delius, bitteschön. Bitte, Herr Kollege. Vielen Dank, Herr Zimmermann. Erklären Sie mir doch nochmal, weil Sie es gerade sagen, wie konkret ein Polizeibeamter, ich bin ja nicht im Innenausschuss, weiß das ja nicht, oder eine Polizeibeamte geschützt werden durch das, was der Kollege Schatz gerade eindrucksvoll beschrieben hat. Ich habe gerade gesagt, dass das, was Herr Kollege Schatz beschrieben hat, eine sehr unspezifische und auch aus unserer Sicht nicht haltbare Klassifizierung ist, dass mit dem Begriff Ansteckungsgefahr pauschal ein solcher Verdacht ausgesprochen wird. Aber ein Schutz vor einer ansteckenden Krankheit, es gibt andere ansteckende Krankheiten, die vorhanden sind, ein Schutz vor ansteckenden Krankheiten generell den Polizisten abzusprechen, hielten wir für falsch. Und wenn es Erkenntnisse gibt, dass für eine Maßnahme eine bestimmte Erkenntnis in einer Datenbank vorhanden ist, das würden wir nicht von vornherein ausschließen und damit eine Erkenntnis für die Einsätze geliefert werden kann. Also, die Eigensicherung der Polizei ist kein zu vernachlässigendes Gut, sondern wichtig und das werden wir immer beachten. Und deswegen, Herr Lux, ist Ihr Vorwurf, den Sie immer wieder besseres Wissen erhoben haben, wir würden eine HIV-Datei aufbauen, die es vorher nicht gegeben habe, absoluter Unsinn. Und das möchte ich hier nochmal ausdrücklich erklären. Es geht nur um Verdachtsfälle oder Straftaten, die in den polizeilichen Datenbanken enthalten sind. Und es werden keine zusätzlichen Daten über Infektionen oder Infizierte hinzugenommen. Das ist völliger Unsinn und das wird nicht passieren, Herr Lux. Sie behaupten immer wieder, obwohl Sie wissen, dass das nicht stimmt, ein Umfang dieser Datenbank, der nicht gegeben ist, und versuchen auf dem Rücken dieser Leute tatsächlich eine Stimmung zu schüren und eine Angst zu erzeugen. Das ist unverantwortlich und das müssen wir hier wirklich zurückweisen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Kollege Zimmermann. Jetzt hatte der Kollege Udo Wolf um eine Kurzintervention gebeten und ich erteile ihm das Wort. Bitte schön. Danke, Herr Präsident. Lieber Frank Zimmermann, Sie sind Fachmann genug, um zu wissen, dass die Speicherung von solchen Merkmalen in einer polizeilichen Datenbank für die Eigensicherung von Polizeibeamten im Einsatz nichts, aber auch gar nichts bringt. Eigensicherung
für Polizeibeamten im Einsatz ist uns sehr wichtig. Wir haben im letzten Innenausschuss gemeinsam über den Bericht Gewalt gegen Polizeibeamte diskutiert. Und es lag uns ein ausführlicher Brief der Gewerkschaft der Polizei vor. Da gebe ich zu, die wollen auch so eine Merkmale drin haben. Aber der entscheidende Punkt für die Eigensicherung ist die Ausbildung der Polizeibeamten, damit sie sich in gefährlichen Situationen adäquat verhalten können. Und das, was der Kollege Schatz angesprochen hat, die Krankheitsmerkmale, die bisher in polizeilichen Datenbanken gespeichert werden, sind eben überhaupt nicht zu beeinflussen durch den Beamten, wenn er das vorher weiß. Wenn jemand Hepatitis C oder B hat oder wenn jemand HIV infiziert ist, hat das für den Einsatz, für die konkrete Situation überhaupt kein Hilfsmittel. Der Kollege Trapp sagt immer, dann weiß der Beamte vorher, dass er Handschuhe anziehen muss. Das ist doch kompletter Blödsinn. Es geht hier um Diskriminierung in einer staatlichen Datenbank. Und diese Diskriminierung gehört abgeschafft und nicht umgewidmet oder umgeschrieben. Und wenn wir das diskutieren kurz vorm Welt-AIDS-Tag, ist das noch mal also umso absurder, was hier für ein Geeier gemacht wird. Liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD-Fraktion, Sie sollten es besser wissen. Sie sollten wissen, dass eine solche Diskriminierung nicht abgeschafft werden kann, indem man Begriffe verändert, aber am Tatbestand nichts verändert. Diskriminierung ist praktisch und keine Frage der Formulierung. Danke schön. Kollege Zimmermann möchte replizieren und hat jetzt auch das Wort. Lieber Udo Wolf, da haben Sie jetzt ja ordentlich Stimmung gemacht. Ich gratuliere Ihnen, das haben Sie geschenkt. Echt geschenkt, weil die Substanz dies gar nicht hergibt. Der Vorwurf der Diskriminierung fällt in sich zusammen, wenn man tatsächlich anguckt, was dort in diesen Banken, Datenbanken passiert und was da vorgehalten wird. Da sind Begriffe, die sind problematisch, die sind antiquiert und die können eine diskriminierende Wirkung haben. Und diese Begriffe werden wir beseitigen. Meine Herrschaften, jetzt hat der Kollege Zimmermann das Wort. Aber dass bestimmte Informationen für die handelnden Polizisten vorhanden sind in den Banken, das werden wir nicht ändern, auch wenn Sie sich hier echauffieren, ein bisschen künstlich, lieber Herr Wolf. Ich glaube, das nimmt Ihnen keiner ab. Dankeschön. Schön. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt Kollege Lux das Wort. Bitte schön. Jetzt hat Kollege Lux das Wort. Ich bitte jetzt die direkten Kontakte dazu unterlassen. Bitte schön. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist das Einzige, was die Opposition hier tun kann, nämlich noch eine leidenschaftliche Debatte zu servieren, wo sie eigentlich schon jede Hoffnung in die Rechtsstaatlichkeit der Koalitionsfraktion in dieser Frage aufgegeben hat. Heute haben wir es schwarz auf weiß, die Koalition besiegelt den innenpolitischen Rückfall in die Westberliner 80er Jahre. Die Mauer, die Berliner Mauer ist seit 25 Jahren Geschichte, aber nicht in ihren Köpfen von Rot-Schwarz. Denn es war hier schon mal Konsens im Haus vor 25 Jahren, übrigens unter einer CDU-Regierung, dass diese personengebundenen Hinweise Ansteckungsgefahr und geisteskrank abgeschaffen werden. Und ich sage Ihnen noch einmal, diese personengebundenen Hinweise müssen abgeschafft werden, meine Damen und Herren. Berlin war schon immer eine Stadt, die weltoffener, freier und rechtsstaatlicher war, gerade weil sie weiß, dass sie mit staatlicher Gewalt und Polizei behutsam und besonnen umgehen muss. Und es war ein Prozess, den man erst angehen musste. In den 60er Jahren wurden hier Demonstranten noch mit Leberwürsten verglichen. Heute erprobt die Polizei ein Deeskalationskonzept, das gut angewandt, vorbildlich für Großlagen aller Art sein kann. Aber was machen Sie? Sie führen durch die Hintertür die Merkmale Ansteckungsgefahr und geisteskrank wieder ein. 26 Jahre später führt die SPD und die CDU das wieder ein und sie bleiben hier wirklich jede Erklärung, Herr Zimmermann, jede Erklärung und jede Rechtfertigung bleiben Sie schuldig. Und wohlgemerkt, Ihre
Regelung ist uferlos. Ihre Regelung ist uferlos. Jeder, der HIV hat, jeder, der unter Hepatitis leidet, kann in diese Datenbank kommen. Er muss nur in eine polizeiliche Kontrolle. Es reicht auch die Gefahrenabwehr geraten. Es reicht, wenn er als Zeuge gemeldet ist. Es reicht, wenn ein Polizist das aufnimmt und sagt, ich will dieses Merkmal gespeichert haben. Dann landet die Person in dieser Datei. Und das ist stigmatisierend, das ist ausgrenzend und das muss abgeschafft werden, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es ist Ihre Märchenstunde, Herr Zimmermann, dass es nur begrenzt ist. Diese Datei ist brandgefährlich für den sozialen Frieden in der Stadt. Und nochmal zu Ihrem Argument Eigensicherung. Es ist auch eine Scheinsicherheit für die Polizei. Sie schaffen damit keine Sicherheit für die Polizei. Im Gegenteil, Sie machen die Situation gefährlicher. Denn erstens, die alltäglichen Situationen, in die man kommt als Polizist, Nahkontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, woraus sich unvorhergesehen eine Gefahr entwickelt, ist gar nicht möglich, in dieser Zeit noch eine Dateiauskunft einzuholen. Ihre Speicherung bringt für diese vielen, vielen Fälle rein gar nichts. Die zweite Situation ist der gezielte Einsatz, bei dem man vorher Zeit hat, Auskunft einzuholen und Vorbereitungen zu treffen und auch Handschuhe anzuziehen, lieber Peter Trapp. Und wie geht man dann vor? Richtig, man geht aus polizeilicher Überlegenheit vor. Sie gehen nur in den Nahkontakt, wenn sich es nicht vermeiden lässt. Das sollten Sie aber ohnehin machen, wenn Sie die Zeit haben als Polizei. Und in der Regel bekommen Sie ja, dadurch, dass noch nicht so viele Menschen da drin gespeichert sind, eine Nichtauskunft, weil niemals alle Daten von vermeintlich ansteckenden oder psychisch kranken Menschen gespeichert werden. Und hier schafft Ihre Datenspeicherung eben eine gefährliche Scheinsicherheit für die Eigensicherung der Polizei. Denn der Umkehrschluss, ohne Eintrag lägen keine bestimmten Gefahren vor, läuft völlig ins Leere. Und das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich sage Ihnen, durch diese Regelung gefährden Sie konkret Polizistinnen und Polizisten in Ihrem Alltag. Machen Sie diesen Quatsch nicht mit. Auf der anderen Seite öffnen Sie Tür und Tor für die Speicherung aller HIV-Positiven und aller an Hepatitis Erkrankten und aller psychisch kranken Menschen. Und das ist der grundrechtliche Dammbruch, meine Damen und Herren. Das ist der grundrechtliche Dammbruch eines Staates, der vieles über seine Bürgerinnen und Bürger wissen will und nicht sieht, dass es hierbei weder Rechtsschutz für die Betroffenen gibt und dass es eine unglaublich hohe Missbrauchsgefahr gibt. Auch das wissen Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der CDU. Man kann ja dann in Zukunft speichern und abfragen, wer alles in der Stadt HIV-positiv ist, wer psychisch krank ist. Und ich sage Ihnen mal, diese pauschale Speicherung, ja, bei Krankheiten, die man heute durch Behandlung im Griff haben kann, und auch nicht alle psychisch Kranken sind gewaltbereit, das verkennen Sie ja völlig hierbei, auch in Ihrer Beschlussempfehlung. Das verkennen Sie völlig, dass die meisten psychisch Kranken ja auch eher friedlich sind oder vielleicht mal nur einen kleinen Moment haben, in dem sie gewaltbereit sind. Das übersehen Sie und das kann nicht sein, eine so unangepasste, eine so pauschale Regelung, hier alle Personen zu speichern. Das ist die Politik der frühen 80er Jahre und es kann nicht sein, dass wir als Berliner Parlament das mittragen. Deswegen nochmal mein eindringlicher Appell, wenn Sie was Gutes tun wollen für die Eigensicherung der Berliner Polizei, dann stimmen Sie diesem Antrag nicht zu. Und nochmal ein Satz über Ihre tatsächliche Bilanz bei der Eigensicherung der Polizei. Es gibt kaum noch Fortbildung, weil der Regeldienst vorgeht. Verhalten und Einsatztrainings in schwierigen Situationen sind nur auf ein Mindestmaß reduziert, weil Ausbilderinnen fehlen. Und selbst das Waffentraining in Berlin wird kaum geübt, da fast alle Schießstände marode sind. Das ist Ihre Bilanz für mehr Eigensicherung der Polizei. Und das ist eine fatale Bilanz, meine Damen und Herren. Sie schlagen den Sack und meinen den Esel. Und wir als Oppositionsfraktionen geben denen völlig zu Recht eine klare Absage. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke schön, Kollege Lux. Für die Fraktion der CDU hat jetzt das Wort der Kollege Dr. Juhnke. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir hatten am Montag im Innenausschuss das Thema Lagebericht Gewalt gegen Polizei. Wir hatten eine ungewohnt sachliche Debatte und alle haben den Schutz von Polizei vor Übergriffen oder Verletzungen betont. Und ich glaube, dass nicht zuletzt die starke Präsenz von Vertretern der Polizeigewerkschaften dazu beigetragen hat, dass auch die Vertreter, die die Polizei sonst primär als
ihrer Täterrolle wahrnehmen, in dieses Horn gestoßen haben, meine Damen und Herren. Und ich sage es auch hier, die personengebundenen Hinweise sind ein Mittel, Polizisten zu schützen. Und dieses Mittel lassen wir uns nicht nehmen, wie es in Ihrem Ursprungsantrag gefordert wurde. Im täglichen Einsatz sind diese Hinweise sinnvoll und natürlich logischerweise nur da, wo das polizeiliche Gegenüber bekannt ist. Herr Lux hat ja schon den Herrn Lauer sozusagen vorweggenommen, der gleich mit dem Stichwort Sicherheitsesoterik sicherlich kommen wird, weil man darauf hinweist, wenn es eben nicht 100% wirksam ist, sollte man es gleich sein lassen. Natürlich ist es nur dann wirksam, wenn man weiß, wer das polizeiliche Gegenüber ist. In allen anderen Situationen nützt es nicht. Da haben Sie vollkommen recht. Aber das ist ja auch Ihre ständige Logik. Wenn etwas keinen 100%igen Schutz liefert, und was liefert schon einen 100%igen Schutz, dann sollte man es gleich abschaffen. Dieser Logik können wir allerdings nicht folgen, denn das ist ein durchschaubarer Kurzschluss, meine Damen und Herren. Die CDU wird dem nicht folgen. Die Hinweise können wichtige Informationen sein, um die Mitarbeiter zu schützen. Warum fordern dann die Vertreter der Polizeigewerkschaften nicht nur eine Beibehaltung, sondern sogar eine Ausweitung, wenn diese angeblich nichts bringt? Bei diesen Hinweisen geht es im Übrigen nicht um Stigmatisierung, denn diese Informationen sind nur wenigen Berechtigten bekannt, also denjenigen, die in dieses Polix-System Einblick haben. Und es geht vor allem nicht um eine flächendeckende Datensammlung, da lediglich Personen, die in diesem Datensystem gespeichert sind, davon betroffen sein können. Ich hoffe, das hat mittlerweile jeder verstanden. Von daher ist es völliger Blödsinn. Hier ging es um eine flächendeckende HIV-Infektionsdatei oder ähnliche Dinge. Und selbst wenn man das vorhätte, aus Motiven, zu der mir die Fantasie im Moment nicht reicht, aber egal, wenn man das vorhätte, wäre die Polix-Datenbank mit Sicherheit aus diesen genannten Gründen überhaupt das völlig falsche Medium. Also ist das die Vorwürfe pure Angstmacherei und völlig unseriös. Und ich glaube, es geht vor allem um Stimmungsmache auch zum Welt-AIDS-Tag, der ansteht. Die Krankheiten, die hier unter dem Label Ansteckungsgefahr genannt sind, sind im Übrigen mit dem Robert-Koch-Institut gemeinsam erarbeitet worden. Es ist HIV und genannt schon Hepatitis B und Hepatitis C. Sie sind dort aufgenommen worden, weil es sich um Krankheiten handelt, die nicht heilbar sind, meine Damen und Herren. Dieses Vorgehen ist im Übrigen kein Rückfall in irgendwelche Geschichtsklitterungen, die Herr Lux gerade hier über die 80er Jahre von sich gegeben hat, sondern sie sind bundesweit einheitlich und klar geregelt. Berlin wendet sie genauso an wie grün-rot regierte Baden-Württemberg oder andere Bundesländer in dieser Bundesrepublik Deutschland, meine Damen und Herren. Und es werden im Übrigen auch nur gesicherte und durch ärztliche Gutachten bewiesene Hinweise aufgenommen. Somit bestehen auch nicht mehr jene Bedenken, die, wo berechtigterweise hingewiesen wurde, 1988 zu der Empfehlung geführt haben, diese Hinweise nicht mehr zu verwenden. Wir bekennen uns zur Anwendung dieser personengebundenen Hinweise, weil wir den Schutz für die Beamten gewährleisten wollen. Ein Schutz, den wir nicht nur als Lippenbekenntnis anführen, wie die Opposition, die in der Praxis hier alles ablehnt, was in diese Richtung geht. Ich erinnere beispielsweise an die Diskussion um neue Ausstattung. Wenn es nur schon um die Frage Taser geht, wird schon nicht mal die Diskussion begonnen, wird gleich abgelehnt. Geht es um mehr Personal? Geht es um bessere Ausstattung, zum Beispiel für eine Investition für die Schießstände oder für die Polizeischule? Der Haushalt wird abgelehnt. Geht es darum, den Unterbindungsgewahrsam maßvoll auszudehnen, um damit potenzielle Gefährder auszuschalten, meine Damen und Herren? Dann wird das Geschrei groß. Das schön, dass Sie das so herrlich illustrieren. Oder wird es beim Thema Übersichtsaufnahmen beispielsweise, um Gefahren für alle Beteiligten zu vermindern, dann werden diese nicht nur abgelehnt, sondern auch gleich das Verfassungsgericht angerufen. Gott sei Dank, übrigens völlig ohne Erfolg, ein herrlicher Bauchklatscher für die Opposition, die hier großmäulig rumgerannt ist. Stattdessen kritisieren Sie es, wenn sich die Polizeibeamten ausstatten müssen mit Schutzanzügen gegen kriminelle Chaoten, als martialisch und unverhältnismäßig. Das ist die Realität der Opposition zum Thema Schutz der Polizistinnen und Polizisten, meine Damen und Herren. Herr Zimmermann hat dargelegt, worum es uns geht in unserem Antrag, um die Überprüfung der beiden Begriffe, die ich in der Tat für überarbeitungswürdig denke, insbesondere den Begriff geisteskrank. Ich glaube, das ist ein sinnvolles Vorgehen, das auch die Mehrheit dieses Hauses finden wird. Aber seien Sie sicher in der Frage, ob die Koalition und Senator Henkel alle sinnvollen Möglichkeiten ausschöpfen werden, Polizisten vor Gewalt zu schützen. Da werden wir keinesfalls wanken. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Juhnke. Für die Piratenfraktion spricht jetzt Kollege Lauer. Und ich erteile Ihnen das Wort. Das wissen wir, dass Sie das sind.
Bitte schön. Ja, manchmal weiß ich es aber nicht. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Juncker, Sie machen sich ganz gut, wenn Sie noch ein bisschen weiter die Argumente der Opposition in verkürzter Form nachtragen, stellen wir Sie vielleicht sogar mal als Pressesprecher an, das ist auch sehr gut. Jedes Mal, wenn Sie hier kritisiert werden, flüchten Sie sich in eine solche Polemik, also entgegne ich Ihnen auch noch mal gerne eine. Die Opposition hat hier beantragt, meiner Meinung nach vollkommen zu Recht, aus polizeilichen Datenbanken diese stigmatisierenden Bezeichnungen zu entfernen, weil sie eben nichts bringen. Der Innenausschuss, da waren Sie am Montag auf Antrag Ihrer Fraktion, Gewalt gegen Polizei. Ja, habe ich noch mal aufgezählt. Wie oft wurde das in den letzten Jahren seit 2001, seit 13 Jahren, wie oft wurde das Thema Gewalt gegen Polizistinnen und Polizisten in diesem Parlament besprochen? 2001, 2006, 2010, 2014. In 4 Legislaturperioden beschäftigt sich dieses Parlament mit Gewalt gegen Polizei. Was hat sich geändert? Mit Ihnen in der Opposition, mit Ihnen in der Regierung? Gar nichts. Gar nichts hat sich geändert. Und Sie verteidigen hier, dass Bürgerinnen und Bürger in einer polizeilichen Datenbank erfasst werden mit vollkommen hanebüchenden Eigenschaften, wie jetzt zum Beispiel Ansteckungsgefahr, der Kollege Schatz hat schon erklärt, mit solchen Sachen wie geisteskrank, wo Sie darüber geredet haben, dass man das ja vielleicht ändern könnte. Ja, wie gütig, dass die Koalition mal auf einen Antrag der Opposition hier ein wenig zumindest eingeht und mal ein bisschen durchblicken lässt, dass man es problematisch findet, dass Menschen in einer polizeilichen, staatlichen Datenbank der Exekutive als geisteskrank bezeichnet wird. Vielen lieben Dank für diese Einsicht, die Sie hier durchblicken haben lassen. An dem Grundproblem, und die Studie der FU wird ja gerade diskutiert, 15% der Berliner Polizei, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter klagen über Symptome von Burnout, 25% würden den Job nicht mehr anderen Menschen empfehlen. Ja? Das sind die Probleme an der Polizeibasis und sie lösen mit dieser Geschichte überhaupt nichts. Am Montag in der Anhörung, am Montag im Innenausschuss, als uns berichtet wurde über das Problem der Polizeigewalt, wer übt denn Gewalt gegen Polizei aus? 60% alkoholisierte junge Männer. Wollen wir die jetzt auch in irgendeiner Datenbank erfassen? Ja? Wollen wir, oder ich meine, die CDU ist doch immer so schnell mit Verboten dabei. Alkoholverbot wäre doch auch mal was. Alkoholverbot oder zumindest eine Überwachung der Menschen, die Alkohol konsumieren. Aber so scheint mir, ohne Alkohol würde ein größerer Teil ihrer Wählerschaft auch verloren gehen und das möchte ich Ihnen natürlich nicht nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist komplett unwürdig, das Spiel, was auch der Senat in puncto personenbezogene Hinweise hier abzieht. Seit Wochen, Monaten möchte ich in diese Leitfäden Einblick erhalten. Man verweigert mir das Einsichtsrecht zusammen mit einer Mitarbeiterin meiner Fraktion mit der Begründung, in der Verfassung würde drinstehen. Das wäre ja nur ein Recht des Einzelabgeordneten und Mitarbeiter, die möglicherweise fachkundiger noch sind in einer Thematik, die darf die Opposition nicht mit in den Senat mitnehmen. Nein, da muss man erst noch ein Rechtsgutachten erstellen. Vollkommen ungenommen der Tatsache, dass Mitarbeiter meiner Fraktion auch bei anderen Akten Einsichtsersuchen nach § 45.2 schon dabei waren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das schließt sich in eine Systematik ein. Ja, Herr Juncker geht, interessiert ihn alles nicht, so ist ja auch ein Halbtagsparlament. Ne? Das schließt sich in eine Systematik ein, meine Damen und Herren. Immer dann, wenn es um Innenpolitik geht, in diesem Parlament, aber auch in diesem Senat, dann wird gemauert, dann mauert die Verwaltung und dann bekommen die Abgeordneten keinen Einblick. Und das ist schwierig, weil wir als, sage ich mal, wehrhafte oder lebhafte Demokratie oder wie das Buzzword heißt, als Abgeordnete sollten natürlich ein Interesse daran haben, da reinzugucken, was die Polizei da macht, was die Polizei über Bürgerinnen und Bürger abspeichert. Und da kommen wir dem nicht nach. Ich finde es tatsächlich bedenklich, wenn Herr Juncker, aber auch Herr Zimmermann hier quasi für die Speicherungspraxis der Polizei eine Lanze brechen
und so tun, als wäre das unproblematisch. Ich habe mich selber noch bei der Berliner Polizei mal in dieses Polix-System da einführen lassen, mir zeigen lassen, was man damit machen kann. Eine nicht unerhebliche Gruppe von Menschen in diesem Land, die Zugriff auf dieses System haben können, erhebliche Datenmengen abfragen und sich per E-Mail oder Link runterladbar zuschicken lassen, ohne dass der behördliche Datenschutzbeauftragte automatisiert darüber informiert wird, ohne dass irgendjemand Kenntnis davon erhält. Es wird dann gesagt, naja, es gibt doch eine stichprobenartige Untersuchung. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich halte es für höchst bedenklich, wenn solche Daten, die erwiesenermaßen, das haben meine Vorredner schon gezeigt, bei der Eigensicherung vollkommen sinnlos sind, auch noch in die falschen Hände geraten können. Aber wenn es passiert, wissen wir ja, wer Schuld hatte, die jetzt die Regierung stützende Koalition. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Herr Kollege Lauer, den Teil einer Wählerschaft, einer Partei in die Nähe des Alkoholismus zu bringen, finde ich nicht besonders gelungen, das muss ich mal sagen. Ich habe da auch eine gewisse Schutzfunktion gegenüber den Menschen draußen. So, meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Zu dem Antrag auf Drucksache 17/1636 empfiehlt der Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Annahme mit neuer Überschrift und in neuer Fassung. Wer dem Antrag mit neuer Überschrift und in neuer Fassung im Wortlaut der Beschlussempfehlung auf Drucksache 17/1912 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das sind Grüne, Linke und Piraten. Wer enthält sich? Ersteres war die Mehrheit. Dann ist der Antrag in der neuen Beschlussfassung angenommen. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 3a. Das ist die Dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Bildung, Jugend und Familie und Dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses, Drucksache 17/1984 zur Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 17/1890. Titel: Dienstrechtsänderungsgesetz für den Bereich der Lehrkräfte. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Ich eröffne die zweite Lesung zur Gesetzesvorlage und schlage vor, die Einzelberatung der zwei Artikel miteinander zu verbinden und höre hierzu keinen Widerspruch. Ich rufe also auf, die Überschrift und die Einleitung sowie die Artikel Römisch 1 und Römisch 2 zur Drucksache 17/1890. Eine Beratung ist heute nicht vorgesehen. Zu der Vorlage auf Drucksache 17/1890 empfehlen die Ausschüsse einstimmig mit allen Fraktionen die Annahme. Wer der Gesetzesvorlage zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Alle Fraktionen waren gemeint. Ich sehe auch eine. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Eine Enthaltung, einstimmig, soweit angenommen. Damit ist das Dienstrechtsänderungsgesetz für den Bereich der Lehrkräfte so beschlossen. Tagesordnungspunkt 4, Vorlage zur Beschlussfassung, Drucksache 17/1960. Gesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes und des Kirchenaustrittsgesetzes. Ich eröffne die erste Lesung. Ich habe die Vorlage vorab an den Ausschuss für kulturelle Angelegenheiten und an den Hauptausschuss überwiesen und darf Ihre nachträgliche Zustimmung auch feststellen. Eine Beratung ist nicht vorgesehen und den Überweisungen haben Sie zugestimmt. Tagesordnungspunkt 5. Antrag Fraktion Bündnis 90 Die Grünen zur Drucksache 17/1971. Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den Verfassungsschutz in Berlin. V-Leute abschaffen. Ich eröffne die erste Lesung. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Es wird die Überweisung des Gesetzesantrages an den Verfassungsschutzausschuss empfohlen. Widerspruch höre ich nicht. Dann verfahren wir so. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 6. Hier geht es um eine Wahl. Und zwar Drucksache 17/1903. Wahl von 4 Personen des öffentlichen Lebens zu Mitgliedern des Rundfunkrates des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Wir kommen zur einfachen und verbundenen Wahl durch Handaufheben. Zur Wahl als Mitglieder des Rundfunkrates des Rundfunk Berlin-Brandenburg werden vorgeschlagen Frau Kollegin Abgeordnete Lange, SPD, Herr Kollege Abgeordneter Zimmermann, SPD, Herr Kollege Abgeordneter Goyni, CDU und Herr Kollege Abgeordneter Gelbhaar, Grüne. Wer die Genannten wählen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Gibt es Gegenstimmen, Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Damit sind alle 4 Abgeordnetenkollegen einstimmig gewählt. Und ich darf unsere herzlichen Glückwünsche von hier oben aussprechen. Dann macht jetzt Kollegin weiter. Bitte schön. Vielen Dank. Der Tagesordnungspunkt 7 war Priorität der Fraktion Die Linke unter Nummer 3.5. Tagesordnungspunkt 8 steht auf der Konsensliste. Der Tagesordnungspunkt 9 hingegen war Priorität der Piratenfraktion unter Nummer 3.1. Die Tagesordnungspunkte 10 bis 13 stehen wiederum auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 14.
Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und Ordnung, Drucksache mit der Nummer 17-1962. Zum Antrag der Piratenfraktion und der Fraktion Die Linke, das ist die Drucksache mit der Nummer 17-1519, Drogenprävention stärken, Untersuchungsergebnisse des LKA für Akteure der Suchthilfe nutzbar machen. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Zum Antrag auf Drucksache 17-1519 empfiehlt der Ausschuss für Inneres, Sicherheit und Ordnung mehrheitlich gegen Grüne, Linke und Piraten die Ablehnung auch mit geändertem Berichtsdatum 31.03.2015. Wer dem Antrag dennoch zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Piratenfraktion, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion. Gegenstimmen? Das ist die Fraktion der SPD und der CDU und der fraktionslose Abgeordnete. Enthaltungen? Ich sehe keine Enthaltungen, dann ist der Antrag abgelehnt. Die Tagesordnungspunkte 15 und 16 stehen auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 16 Groß A. Dringliche Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung. Drucksache mit der Nummer 17-1975. Zum Antrag der Piratenfraktion, das ist die Drucksache mit der Nummer 17-1700. Einführung einer Erhebungsmatrix für Funkzellenabfragen. Bessere statistische Erfassung von Daten für echte parlamentarische Kontrolle. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-1700 empfiehlt der Rechtsausschuss einstimmig bei Enthaltung Linke die Annahme in neuer Fassung. Wer dem Antrag in neuer Fassung im Wortlaut der Beschlussempfehlung zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Die Linksfraktion? Dann ist dieser Antrag in neuer Fassung angenommen. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 16 Groß B. Dringliche Beschlussempfassung des Hauptausschusses, Drucksache 17-1983. Zur Vorlage zur Beschlussfassung gemäß § 38 der Geschäftsordnung des Abgeordnetenhauses von Berlin. Nummer 7/2014 des Verzeichnisses über Vermögensgeschäfte. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Der Hauptausschuss hat der Vorlage einstimmig mit allen Fraktionen mit Änderungen im Entwurf des Gesellschaftsvertrages der Music Board Berlin GmbH zugestimmt. Wer dem Vermögensgeschäft Nummer 7/2014 mit den Änderungen im Entwurf des Gesellschaftsvertrags der Music Board Berlin GmbH zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, die Linksfraktion, die Piratenfraktion. Gegenstimmen? Ich sehe keine Gegenstimmen. Enthaltungen? Eine Enthaltung bei der Piratenfraktion. Dann ist dem Vermögensgeschäft zugestimmt. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 16 Groß C. Beschlussempfehlung des Ausschusses für Inneres, Sicherheit und Ordnung und dringliche Beschlussempfehlung des Hauptausschusses. Drucksache mit der Nummer 17-1985. Zum Antrag der Fraktion der SPD und der Fraktion der CDU. Drucksache mit der Nummer 17-1653. Personalpolitik römisch 5. Personalpolitische Entwicklungen bei Dauerkranken. Wird der Dringlichkeit widersprochen? Das ist nicht der Fall. Eine Beratung ist nicht vorgesehen. Zu dem Antrag auf Drucksache 17-1653 empfehlen die Ausschüsse mehrheitlich gegen Linke bei Enthaltung Grüne und Piraten die Annahme. Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist die Fraktion der SPD und der CDU. Gegenstimmen? Das ist die Linksfraktion und eine Stimme bei den Piraten. Enthaltungen? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die übrigen Mitglieder der Piratenfraktion. Dann ist der Antrag so angenommen. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 17. Vorlage zur Kenntnisnahme gemäß Artikel 64 Absatz 3 der Verfassung von Berlin. Das ist die Drucksache 17-1966. Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnung. Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und die Fraktion Die Linke bitten um Überweisung der laufenden Nummer 1. Das ist die Verordnung mit der Nummer 17-168. Erste Verordnung zur Änderung der Schülerförderungs- und Betreuungsverordnung an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und an den Hauptausschuss. Weitere Verordnungen liegen nicht vor. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 18. A. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 17-1949. Keine Pferdefuhrwerke mehr in Berlins Innenstadt. Und B. Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 17-1950. Verbot von Ständerhaltung von Pferden in Berlin. In der Beratung beginnt die Piratenfraktion. Das Wort hat der Herr Abgeordnete Magalski. Bitte sehr. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Berlinerinnen und Berliner haben den Pferden viel zu verdanken. Sie leisteten und leisten auch heute noch wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft.
In Deutschland sind es mittlerweile vornehmlich Aufgaben im Bereich des Sports, die auch diskutabel sind, die auch leider immer noch dazu führen, dass sie oft mit dem Missbrauch der Pferde einhergehen. In therapeutischen Aufgaben unterstützen sie die Gesundung von Erwachsenen und besonders von Kindern und Jugendlichen. Die Aufgaben in der Landwirtschaft und der Personenbeförderung spielen in Deutschland seit der Motorisierung zu Recht keine Rolle mehr. Dennoch werden sie mancherorts weiterhin dazu gezwungen, entgegen ihrer Natur gehalten und als Zugpferde ausgenutzt zu werden. Darf ich Sie kurz und das direkt vor unserer Haustür, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, könnten Sie bitte ein wenig leiser sein? Der Abgeordnete hat das Wort. Danke. Das eben direkt vor unserer Haustür, alleine zum Amüsement gut betuchter Touristen. Aber eine Touristenattraktion ist das nicht, sondern schlicht Tierquälerei, meine Damen und Herren. Wie vor 100 Jahren noch als Notwendigkeit verargumentiert werden konnte, ist heute leider nur unter Tierschutz politischen Gesichtspunkten nicht mehr hinnehmbar. Der dauerhafte Einsatz von Pferden als Zugtiere für Fuhrwerke respektive Kutschen führt bei den Pferden zu dauerhaften Belastungen. Gerade der Innenstadtverkehr mit seinen Abgasen und dem Feinstaub ist den Pferden nicht zuzumuten. Pferde als Fluchttiere werden durch den starken Verkehr dabei zusätzlich und unnötig geängstigt und unter Stress gesetzt. Das kann zudem zu gefährlichen Verkehrssituationen führen, die alleine in diesem Jahr dokumentierten Unfälle mit Pferdefuhrwerken, auch mit Personenschäden und schweren Verletzungen, zeugen davon. Hinzu kommt, dass Asphalt für Kraftfahrzeuge konstruiert wurde, nicht für Huftiere, die hier mit jedem weiteren Meter ihrem Körper schaden. Zwar sind Auswirkungen wie zähfließender Verkehr und Staus noch das geringste Übel dieser überholten Unsitte, aber verkehrspolitisch nicht außer Acht zu lassen. Diese werden auch bereits mehrfach von Vertretern aller Fraktionen kritisiert. Aber mehr als die Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe sind dabei nicht herumgekommen. Diese erhöhen den Aufwand der Bezirksämter, die eh zu wenig Personal haben, und um effektive Kontrollen durchzuführen. Das ist uns und den hier engagierten Akteuren dieser Stadt einfach zu wenig, meine Damen und Herren. Herr Buchholz, Herr Herrmann, Frau Seibelt, zeigen Sie uns, dass auch Ihre Fraktion ein Herz für Tiere hat. Helfen Sie uns bei der Beendigung des Leids der Pferde. Liebe Verkehrspolitiker, für Sie dürfte diese Angelegenheit eigentlich noch klarer sein. Aber noch ein Beispiel aus der selbsterlebten Verkehrspraxis. Erst neulich musste der Bus M41 minutenlang an die Geschwindigkeit eines Pferdefuhrwerks angepasst werden, da es keine Überholmöglichkeiten gab. Eine minutenlange Verspätung war die Folge und der nachfolgende Verkehr staute sich entsprechend. Auch Pferdeäpfel und Dunk auf den Straßen sind ein Ärgernis und bieten Gefahren für Verkehr und Mensch, gerade auch für Fahrradfahrer. Dies allein hätte die Piratenfraktion aber nicht dazu motiviert, diesen Antrag hier zu stellen. Deshalb möchte ich noch einmal ausdrücklich herausstellen, dass hier das im Grundgesetz verankerte Tierwohl ausschlaggebend ist. Die Fuhrwerke in mehrfacher Hinsicht, denen die Fuhrwerke in mehrfacher Hinsicht entgegenstehen. Zu Antrag 18b, die Ständehaltung nur so viel, sie ist in allen Bundesländern verboten, nur in den Stadtstaaten ist es versäumt worden. Diese Gesetzeslücke gilt es jetzt im Sinne des § 2 Tierschutzgesetzes zu schließen. Lassen Sie die Klientelpolitik für einen Moment ruhen und beraten Sie mit uns im Rechtsausschuss diese Lösungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Magalski. Für die SPD-Fraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Buchholz. Bitte sehr, Herr Buchholz. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen, meine Herren, verehrter Kollege Magalski. Ich fange mit dem zweiten Antrag der Piratenfraktion an. Nun habe ich gemerkt, dass noch einige Kolleginnen und Kollegen nicht wissen, was Ständehaltung von Pferden ist. Darf ich es zunächst erklären? Sehr gut. Ich sehe, mehrere wollen es wissen. Mehrere wollen es wissen. Das ist, man spricht von einer Ständehaltung, wenn ein Pferd
dauerhaft, man kann sagen an einem Flock, an einem Pfahl, an irgendetwas angebunden ist und sich dabei eben nicht wirklich bewegen kann, vor allem nicht mit dem Kopf mehr als nur bis zum Boden gehen kann und keine Bewegungsfreiheit hat, wenn es in einer Box angeständert ist bzw. eben angeleint ist, dauerhaft und so, dass es eben extrem wenig Bewegungsmöglichkeiten hat. Und da kann ich gleich inhaltlich darauf eingehen. Kollege Magalski, es ist völlig unstrittig. Sie haben die Bundesregelung zitiert, dass das auch in Berlin nicht stattzufinden hat. Die Pferde sollen sich, wenn sie sich erholen wollen und sollen, natürlich auch die Freiheiten haben, die dafür notwendig sind. Sie haben die Bundesleitlinien angesprochen. Ich habe eben noch mal nachgefragt. Es ist völlig klar, dass das auch in Berlin verboten ist. Wir sollten tatsächlich im Rechtsausschuss darüber reden, ob es den Regelungsbedarf einer eigenen Verordnung gibt. Wir glauben, dass das die Bezirke, die das vollziehen können, auch entsprechend schon jetzt machen können. Und wir haben diesen einen Fall, der vor kurzem durch die Presse geisterte, noch mal kurz versucht zu rekapitulieren. Da war es wirklich ein Sonderfall. Zwei Pferde, Geschwister, die bewusst und tatsächlich zusammengehalten werden sollten und wollten in dieser Form. Also tatsächlich etwas ganz Besonderes, was dort vermeintlicherweise als großer Tierschutz Frevelei aufgedeckt wurde, offensichtlich sehr gut begründet. Und auch das Veterinäramt hat vor Ort gesagt, das ist in diesem Spezialfall gerechtfertigt. Trotzdem mit dem grundsätzlichen Ansatz sind wir bei Ihnen. Lassen Sie uns das zusammen im Rechtsausschuss beraten. Meine Damen, meine Herren, ich komme zum zweiten Antrag der Piratenfraktion. Keine Fuhrwerke mehr in Berlins Innenstadt. Das ist ein Thema. Sollen, können, müssen Fuhrwerke, also Kutschen, durch die Innenstadt fahren, ja oder nein? Da kann man sich auf verschiedenen Wegen diesem Thema annähern. Zunächst einmal, wenn wir selbst in einer Stadt zu Besuch sind, als Touristinnen und Touristen. Sie haben eben sehr despektierlich von gut betuchten Touristen gesprochen, die zu Besuch sind. Ich glaube, es gibt auch ganz normale Touristen, die, wenn sie sich die schöne Stadt Wien anschauen oder viele andere Städte auf der ganzen Welt, es durchaus genießen, mit einer Kutsche in Ruhe durch die Stadt zu fahren. Das ist übrigens auch eine Form von Entschleunigung, Klammer auf, Klammer zu, wenn man sich bewegt. Also das ist eine Seite, wie man sich dem Thema nähern kann. Die zweite, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, mit der Anzeige ist was nicht in Ordnung hier, oder? Doch, ist korrekt? Gut, dann ignoriere ich das. Also, dann der zweite Weg ist natürlich, von den Tieren, von den Pferden zu schauen. Inwieweit müssen wir aus Tierschutzgesichtspunkten, aus sicherheits-, verkehrspolitischen Gründen sagen, Pferdekutschen haben nichts mehr in der Innenstadt zu suchen. Nur da sagen die Verkehrspolitiker, sie sind eher ein Verkehrshindernis, führen zur Entschleunigung. Ich dachte, dass das auch ein Anlass für die Piraten wird, zu sagen, das wäre gar nicht so schlecht an einigen Stellen. Da sagen sie jetzt, das wollen sie nicht mehr. Aber dann natürlich die Frage, ist es den Pferden zuzumuten? Und da kommt es tatsächlich darauf an, mit welchem Experten und mit welcher Expertin sprechen Sie. Dass Pferde als domestizierte Pferde, wie wir sie heute nur noch haben, dafür tatsächlich abgerichtet sind, Arbeit zu verrichten und das auch relativ gerne tun, vielleicht lieber auf einem Acker und mit einem Naturboden als auf einem Asphaltboden, da bin ich bei Ihnen, aber viele sagen, es ist Ihnen zumutbar, also da muss man das ausdiskutieren, inwieweit es tatsächlich zumutbar ist, aber eben auch die Frage, ist das, was wir in den Leitlinien definiert haben, 2009, vernünftig definiert worden, ja oder nein? Ich habe das ja damals mit aufgedeckt über eine kleine Anfrage, habe jetzt übrigens auch wieder eine kleine Anfrage umfangreich gerade eingereicht zu dem Thema, schauen wir mal, was die Antworten sind. Es gab aber Anfang 2013 eine kleine Evaluationsrunde mit den Veterinärämtern, mit den Bezirksvertretern, mit den Kutschbetreibern und auch mit der Verwaltung. Und siehe da, alle drei Seiten waren der Meinung, es hat sich bisher im Wesentlichen bewährt, diese Leitlinien zu haben. Und sie haben zu einer echten Marktbereinigung geführt. Die schwarzen Schafe, die Betreiber, die sich nicht an die Tierschutzregelungen halten, die sich nicht an die Pferdekutschenleitlinien halten, die sind vom Markt weggenommen worden. Da haben die Veterinäre gesagt, Schluss aus, und das ist auch dann eingestellt worden. Erste Feststellung. Zweite Feststellung, dass wir, wenn wir uns das noch mal genau anschauen, wollen wir das noch in der Stadt, dann natürlich auch die Leitlinien voll eingehalten werden müssen. Und da gibt es einen Punkt, da weisen Tierschützerinnen und Tierschützer völlig zu Recht darauf hin, dass es offensichtlich bisher keinen einzigen Standplatz gibt, wo die Pferde mal in ihrer Pause naturbelassen auf naturbelassenem Boden stehen können, geschützt von der Sonne zum Beispiel, wenn wir uns das im Sommer vorstellen, pralle Sonne und sie müssen dann mit ihren Hufen auch noch wirklich auf dem Asphalt stehen. Das ist nicht so gedacht. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Magalski. Bitte schön. Dann genehme ich mal einen. Herr Kollege Buchholz, in Ihren Ausführungen meine ich zu erkennen, dass Sie die momentanen Haltungsbedingungen, wie sie durchgeführt werden, für akzeptabel halten. Habe ich das richtig verstanden? Ach so. Meinen Sie die Haltungsbedingungen der Pferde, bevor sie im Einsatz sind oder wenn sie im Einsatz sind, sowohl als auch? Also was ich persönlich nicht besonders gut finde, ist, dass eben viele Tiere tatsächlich täglich mit Hängern erstmal in die Innenstadt gefahren werden, abends wieder zurück. Das ist auch eine Belastung für die Pferde. Unstrittig.
Die Frage ist aber mit dem, was erleben Sie dann in der Innenstadt? Nun sagen mir auch Tierfreunde, das ist für Pferde, die mit Scheuklappen, darum gibt es diese Erfindung ja, durch die Stadt fahren, durchaus ein erträgliches Maß, was sie annehmen können. Darüber können wir uns gerne nochmal im Ausschuss unterhalten. Ich habe aber auch eine Bitte, Herr Magalski, wenn Sie nächste Mal Anträge formulieren, dann vielleicht auch so, dass Sie eindeutig sind in Ihrer Zielrichtung. Ich lese mal etwas, ich lasse nur Worte weg, einige, aber der eigentliche Inhalt ist, der Senat wird aufgefordert, ein Verbot zu prüfen. Das wäre also ein Prüfauftrag, aber Sie schreiben, wird aufgefordert, ein Verbot zu prüfen und im Rahmen der rechtlichen Möglichkeiten auch durchzusetzen. Soll er nur prüfen oder soll er es gleich durchsetzen oder wissen Sie dann schon die Antwort? Da wäre meine Bitte, formulieren Sie nächstes Mal auch eindeutige Parlamentsanträge. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Buchholz. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Hämmerling. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Piraten, schön, dass Sie diesen Antrag gestellt haben. Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie wollen doch immer Metropole sein. Wenn Sie das sein wollen, dann müssen Sie auch was dafür tun. Die großen Metropolen wie Paris, London, wie New York, die haben die Pferdehaltung, diese Kutschpferde in der Stadt verboten. Und es ist einfach mal ein Fakt, dieses Verkehrsmittel stammt aus einer anderen Zeit. Es ist ein anachronistisches Verkehrsmittel, was in der heutigen Zeit nicht mehr wirklich was zu suchen hat. Und wer daran festhält, der verhält sich nicht metropolenaffin, sondern eher provinziell. Pferdekutschen blockieren den Verkehr. Sie sind ein Sicherheitsrisiko und sie sind ganz oft auch Tierquälerei. Wir führen diese Diskussion über Kutschpferde schon, ich glaube, 3 oder 4 Legislaturperioden. 2009 gab es dann diese Leitlinien und für diese Leitlinien gilt, wie so oft, es ist gut gemeint, aber leider nicht gut. Für Pferde hat sich seitdem kaum etwas verändert. Sie müssen sich nach wie vor durch diesen dichten Stadtverkehr quälen und das ist nicht gut. Haben Sie sich mal überlegt, welchen Strapazen die Pferde ausgesetzt sind, wenn sie diese Tiere am Pariser Platz sehen, beispielsweise am Nachmittag, die sind ja von früh an unterwegs. Sie mussten von den Pferdeställen am Stadtrand im Berufsverkehr bis in die Innenstadt laufen. Dann sind Sie vielleicht schon mal 2 Stunden über den Asphalt gelaufen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nur die Marathon- oder Halbmarathonläufer von Ihnen. Stellen Sie sich das vor, über 10 oder 16 Stunden stehen die Pferde auf hartem Untergrund. Und es gibt ja diese Leitlinien, in denen formuliert wird, die brauchen mal weichen Boden, um sich die Beine zu vertreten. Herr Buchholz hat es gesagt, diesen weichen Boden gibt es nicht. Der Tiergarten ist nicht freigegeben und ansonsten ist kein Platz. Also diese Leitlinien, wenn Sie sie beibehalten, machen Sie aus dem T ein D, dann wird ein Schuh draus oder ändern Sie diese Leitlinien in ein Verbot oder denken Sie darüber nach, wie man die Leitlinien umformulieren kann. So geht es jedenfalls nicht. Ab und zu kollabiert mal ein Pferd auf der Straße. Das ist der Kollateralschaden Ihrer Leitlinie. Und das können wir jedes Jahr dann besichtigen. Also auch die Ständehaltung von Pferden ist Tierquälerei. Das lernen die Kinder in den Reitschulen, habe ich gehört, in den ersten Reitstunden sogar schon. Und auch deswegen hat dieser Antrag unsere Sympathien. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns den Beispielen der wirklichen Metropolen Paris, London, New York folgen, lassen Sie uns auf anachronistische Pferdehaltung verzichten. Und unsere Stadt hat doch tatsächlich für alle, die eine individuelle und entspannte Stadtfahrt genießen möchten, ein viel besseres Angebot, die Fahrradrikschas. Und wir jedenfalls haben große Sympathien für den Piratenantrag, für beide. Vielen Dank, Frau Hämmerling. Für die CDU-Fraktion hat nun das Wort Frau Abgeordnete Seibelt. Bitte sehr. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegin Hämmerling, ein Verkehrsmittel, das aus einer anderen Zeit gefallen ist, zu langsam ist und gefährlich ist. Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, dass Sie von Fahrrädern reden, aber es waren tatsächlich die Pferdefuhrwerke. Ich fange mit der Ständerhaltung an.
Die Ständerhaltung, da gebe ich den Piraten völlig recht, nur der Antrag ist nicht sinnvoll. Die Ständerhaltung gehört in der Tat verboten, es ist nicht artgerecht und es gibt de facto in Berlin auch keine mehr. Ende der 90er Jahre sind in den letzten Schulstellen die Ständer alle abgerissen worden, es sind Boxen draus gemacht worden. Ich will nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen quasi privaten Pferdehalter gibt, dann muss man dem in der Tat nachgehen, dafür brauchen wir keine neue Regelung. Ständerhaltung gehört verboten, ist mit den Tierschutzgesichtspunkten nicht zu vereinbaren und findet auch in Berlin nicht mehr statt. Im Übrigen finde ich, hat der Antrag ja schon ein bisschen was von Realsatire. Ich nehme an, das mit den Horden haben Sie nicht so ernst gemeint. Das sind weniger Hordentiere, sondern vielleicht doch eher Herdentiere. Die eine oder andere Horde befindet sich anderswo in Berlin, aber jedenfalls nicht bei den Pferden. Und mit den Lauftieren sind wahrscheinlich doch eher die Fluchttiere gemeint. So, dann kommen wir mal zu den Pferdefuhrwerken, die in Berlin unterwegs sind. Der Antrag liest sich typisch so, als wenn Großstädter meinen, dass sie aus menschlichen Gesichtspunkten beurteilen könnten, was für Tiere gut ist. Das ist allerdings nicht immer das, was dann für Tiere tatsächlich am Ende sinnvoll ist. Das Laufen auf Asphalt beispielsweise ist für manche Pferde mit Hufeisen sowieso nicht das Schlechteste. Jedes Pferd, das mal einen Sehnschaden hatte, wird jeden Tag mehrere Stunden auf Asphalt geführt, weil es die Sehnen der Pferde stärkt. Wir haben an der AWOS reihenweise Pferdeställe, 24 Stunden am Tag Verkehrslärm, dass es den Pferden schlechter geht, dass sie höhere Tierarztkosten haben oder kürzere Lebensdauern haben. Auf die Idee ist noch keiner gekommen. Das gibt es im Übrigen auch nicht. Dann würde da nämlich niemand 500 Euro für eine Box im Monat bezahlen. Also vieles von dem, was Sie in Ihrem Antrag drinstehen haben, hat er mit der Realität von Pferdehaltung und den Bedürfnissen von Pferden leider wenig zu tun. Ich habe im Vorfeld zu diesem Antrag auch noch mal mit 2, 3 Tierärzten, die sich ausschließlich auf Pferde spezialisiert haben, telefoniert. Auch die sagen, sie haben überhaupt keine Bedenken. Pferde sind Nutztiere, sie müssen und sollen beschäftigt werden und müssen sich vor allem bewegen. Und so manches Sportpferd, in Anführungsstrichen, das 23 Stunden am Tag in einer Box steht, ist sicher unglücklicher als manches Pferd, das vor einer Kutsche durch Berlin läuft. Zu der Richtlinie muss ich allerdings zugeben, zu der Leitlinie gibt es schon noch den einen oder anderen Verbesserungswunsch, den ich hätte und den wir auch gerne im Rechtsausschuss besprechen können. Ich habe gar nichts dagegen, dass die Pferde morgens mit Anhängern in die Stadt gefahren werden. Ich glaube auch, dass das in der Regel die meisten Pferde überhaupt nicht stört. Dass die Pferde keinen freien Tag verbindlich in der Woche haben, das empfinde ich schon als Problem. Dass die Pferde nicht einen Tag haben, wo sie mal auf der Koppel stehen können und sich frei von Menschen bewegen können, das finde ich ist schon was, was man nachbessern kann. Ob die Ruheplätze unbedingt auf naturbelassenem Boden sein müssen, das weiß ich nicht so richtig. Dass die Pferde allerdings nicht in Ruhe Raufutter fressen können und nicht in ausreichenden Mengen, wie Pferde es nun mal brauchen, das empfinde ich auch in der Tat als ein Problem. Das ist in der Tat etwas, was man mit den Bezirken klären muss und dafür müssen die Voraussetzungen geschaffen sein. Das sind Dinge, über die man auch nicht diskutieren kann, weil das klar unter Tierschutzgesichtspunkten und auch aus veterinärmedizinischer Sicht ein Muss für Pferde ist. Grundsätzlich habe ich mit der Bewegung von Pferden und Pferdefuhrwerken in Berlin überhaupt kein Problem. Über die Details lassen wir uns gerne im Rechtsausschuss reden. Da können wir sicherlich an der Leitlinie noch das eine oder andere verbessern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Seibelt. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Platter. Bitte sehr. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als mich ein Freund fragte, was heute auf der Tagesordnung steht, und ich sagte Pferdekutschen, da sagte er gleich, na, da kannst du ja die ganze Kapitalismuskritik mit anbringen von Ausbeutung und Selbstausbeutung, Pferde als Betriebskapital, Marktanalyse, Angebot und Nachfrage und so weiter und so fort. Ich werde das nicht tun. Nein, ich werde es nicht tun. Reden wir etwas sachlicher über das Thema. Berlin hat Probleme in der Innenstadt. Es ist laut, stickig, staubig, es gibt verstopfte Straßen und im Sommer wird es zeitweise unerträglich heiß. Das sind Zustände, die für Mensch und Tier an der Lebensqualität nagen. Berlin ist aber auch eine Stadt, die Gegensätze und Geschichte aushält. In der Gebäudestruktur wird es besonders sichtbar. Hier haben wir schon neobarocke Schlösser und Gärten neben moderner Architektur und wollen weiter Hochhäuser mit Stahl und Glas. Dass da einige Menschen auch den Wunsch haben, mit einem Fahrzeug aus längst vergessenen Tagen durch die Stadt zu fahren, hat das Geschäftsmodell Droschkenkutschen in der Innenstadt erst auf den Weg gebracht.
Meine Damen und Herren, das Anliegen des Tierschutzes ist keine Nebensache. Das Miteinander von Mensch und Tier ist Alltag. Das Thema Pferde in der Stadt ist auch hier im Parlament schon durch mehrere Ausschüsse gegangen. Ein Beschluss zum Pferdesport haben wir heute gerade schon auf der Tagesordnung gehabt, kam nicht zur Diskussion, aber es war drauf. Die Probleme bei Kutschpferden haben uns 2009 die Berliner Leitlinien für Pferdefuhrwerksbetriebe beschert und 2012 stand im Bericht des Tierschutzbeauftragten Dr. Lüttke zu diesem Thema noch Folgendes. Ich zitiere mit Ihrer Erlaubnis, Frau Präsidentin: Den Tierschutzproblemen mit Kutschpferden vor dem Brandenburger Tor und unter den Linden wurde mit den Berliner Leitlinien für Kutschpferde abgeholfen. Es gab aus Berlin keine Beschwerden im Berichtszeitraum. Gelegentlich kommen Briefe aus süddeutschen Tierschutzkreisen, die die schlechte Haltung der Pferde beklagen und von der Stadt Berlin die Einstellung der Kutschfahrten verlangen. Diese Vorwürfe sind nicht gerechtfertigt. Den Rest erspare ich Ihnen hier, weil Sie können es selbst nachlesen. Es ist also auch dem Tierschutzbeauftragten schon sehr deutlich geworden, dass es zu diesem Zeitpunkt keine Probleme mehr gab. Wenn wir heute in 2014 feststellen müssen, dass zum Beispiel Aspekte wie der Umgang mit Ständehaltung trotzdem unzureichend in den Berliner Leitlinien berücksichtigt sind, dann müssen wir das sicherlich klären. Die Überweisung der Anträge in die Fachausschüsse unterstützt die Linksfraktion und ich freue mich über die weitere zielorientierte Debatte im Ausschuss mit Anhörung aller Beteiligten. Nur die Pferde, die werden wohl wieder mal draußen stehen müssen. Vielen Dank, Frau Platter. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung des Antrags auf Drucksache 19/1749 federführend an den Ausschuss für Bauen, Wohnen und Verkehr und mitberatend an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Zu dem Antrag auf Drucksache 19/1950 wird die Überweisung an den Ausschuss für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten, Verbraucherschutz, Geschäftsordnung empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Auch das ist nicht der Fall, dann wird so überwiesen. Der Tagesordnungspunkt 19 war Priorität der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen unter Nummer 3.4. Tagesordnungspunkt 20 steht auf der Konsensliste. Ich komme nun zum Tagesordnungspunkt 21. Das ist der Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache Nummer 19/1755. Schulsanierung anpacken und zwar sofort. Eine Beratung ist nicht mehr vorgesehen. Es wird die Überweisung des Antrags an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie und an den Hauptausschuss empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Ich komme zum Tagesordnungspunkt 22. Anträge der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksachen Nummer 17/1956 bis 17/1958a, Kita-Offensive Römisch 1, bedarfsgerechte Kita-Versorgung für Flüchtlingskinder. B, Kita-Offensive Römisch 2, Übertragung von Kita-Grundstücken an die freien Träger der Jugendhilfe. Und C, Kita-Offensive Römisch 3, Etablieren eines Berliner Qualitätsdialogs für die ErzieherInnenausbildung. In der Beratung beginnt die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Das Wort hat Frau Abgeordnete Burkhard Eulitz. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Berlin wächst und in Berlin leben immer noch mehr Kinder als bisher erwartet. Das ist gut, das ist sehr gut sogar. Diese Kinder brauchen aber auch sehr viel mehr Kita-Plätze als bisher. Die neueste Idee und Erkenntnis von Senator Nussbaum ist, wir Eltern verschwenden Steuergelder, weil wir ein Viertel der Plätze nicht nutzen würden. Das ist natürlich Unsinn. Kita-Plätze sind keine rein statistischen Größen. Aber wir spielen die Ideen des Finanzsenators einmal durch. Vielleicht sollten wir in Zukunft Springerplätze vergeben. Familien sind ja flexibel. Sie bekommen dann eine App auf ihr Handy und erfahren jeden Morgen, in welcher Kita gerade ein Kind krank ist und sie den Platz nutzen können. Wenn das Kind im Laufe des Tages die Kita wechseln muss, ist das doch sicher auch kein Problem. Besonders flexible Eltern können auch die Randzeiten in Kitas nutzen. Dann geht ihr Kind von 7 bis 9 in die Kita und von 16 bis 18 Uhr. Und gern auch auf Abruf zwischendurch für eine Stunde, wenn es passt. Kleine Kinder sind ja anpassungsfähig und werden so auch gleich auf die flexible Arbeitswelt vorbereitet. Stellen wir uns so frühkindliche Bildung vor? Wohl kaum.
Uns bleibt nur die Hoffnung, dass der neue Finanzsenator dieses Nussbaumsche Steckenpferd nicht weiterreitet und Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, solchen Unsinn verhindern. Uns ist eine noch größere Kita-Platzlücke bisher erspart geblieben, weil die Kita-Träger massiv in den Ausbau investiert haben. Mit seinem Förderprogramm hätte Berlin niemals das allein geschafft. Da die Ausbau- und Erweiterungsmöglichkeiten nun aber ausgeschöpft sind und bei der derzeitigen Entwicklung die Gewerbemieten auch zusätzliche Plätze in diesem Bereich kaum noch geschaffen werden können, brauchen wir dringend ein Neubauprogramm. Und deshalb muss auch endlich Schluss sein mit der Verhinderung der beleihungsfähigen Übertragung von Grundstücken. Dass diese Übertragung nur zur Erfüllung sozialer Zwecke erfolgen kann, ist selbstverständlich und vertraglich absicherbar. Wenn die Übertragung weiter von Ihnen blockiert wird, muss Berlin sehen, wie es die notwendigen Investitionen selber stemmt. Unser neuer Finanzsenator wird sich freuen. Tun Sie ihm das nicht an und unterstützen Sie unseren Antrag. Ein weiteres großes Problem ist der Fachkräftemangel. Die Senatsverwaltung ist zwar immer noch nicht in der Lage, die Fachkräftelücke für das nächste Jahr zu benennen. Bis zum nächsten Jahr sind ja auch nur noch ein paar Tage. So stellen wir uns vorausschauendes Verwaltungshandeln auch nicht vor. Alle Fachleute gehen von derzeit mindestens 1.000 fehlenden Erzieherinnen aus. Die Infrastruktur für Erzieherinnenausbildung ist jedoch unübersichtlich und von verschiedenen Geldgebern abhängig. Es gibt nicht genug Praxisplätze und alle Akteure befinden sich zunehmend am Rande ihrer Kapazitäten. Voraussetzungen für Ausbildungsgänge und Standards der Ausbildung sind nicht ausreichend geklärt. Deshalb scheitern auch noch zu viele Ausbildungen. Die Träger wünschen sich einen Austausch über ihre Arbeit gemeinsam und zu vereinbarende Standards. Sie wollen gemeinsam an der Weiterentwicklung der Qualität der Fachkräfteausbildung mitarbeiten. Ein solcher Austausch sollte von der Senatsverwaltung unterstützt und koordiniert werden, um eine enge Anbindung an die Planung des Senates und eine zügige Umnutzung von Vereinbarungen zu ermöglichen. Nur wenn klare Standards der Fachkräfteausbildung vereinbart sind und umgesetzt werden, die die Überforderung der Ausbildungsstätten verhindern, kommen wir dem übergeordneten Ziel, die Betreuungsqualität in den Kitas zu sichern, näher. Alle Kinder, die in Berlin leben, haben die gleichen Ansprüche auf Bildung und Förderung. Wir können davon ausgehen, dass sich die Kinder der nach Berlin geflohenen Familien hier sehr lange aufhalten werden. Eine Integration in das Berliner Bildungssystem von Anfang an ist entscheidend für ihre weitere Entwicklung. Wir müssen darauf achten, dass zum Beispiel Traumatisierungen möglichst schnell und in enger Zusammenarbeit mit den Familien zu bearbeiten sind, um ein gesundes Aufwachsen der Kinder zu fördern. Die Stadt braucht daher schnellstmöglich ein Konzept vom Senat, wie ausreichende Plätze in der Umgebung der Gemeinschaftsunterkünfte geschaffen werden sollen, damit unsere Flüchtlingskinder gemeinsam mit den Kindern, die in ihrer Umgebung wohnen, so schnell wie möglich gemeinsam eine Kita besuchen können. Daneben ist von Anfang an zu klären, wie die Kitas dabei unterstützt werden können, mit den besonderen Bedarfen dieser Kinder positiv umzugehen. Wenn Hilfe und Förderung früh bereitgestellt werden, können Folgeprobleme vermieden werden und die Kinder erhalten die Chancen, die sie verdienen. Berlin muss alle Anstrengungen unternehmen, um allen Kindern in Berlin gute, wohnungsnahe Kita-Plätze zur Verfügung zu stellen. Die Kinder haben ein Recht darauf. Deswegen bitten wir Sie um Ihre Unterstützung unserer Anträge. Vielen Dank, Frau Burkhardt-Eulitz. Für die SPD-Fraktion hat nun das Wort Herr Abgeordneter Eggert. Bitte sehr. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Burkhardt-Eulitz. Ich unterstelle Ihnen ja meistens, wenn ich Ihre Anträge lese, die besten Absichten. Ich wundere mich dann aber, wenn ich Ihren Redebeitrag höre und heute wieder, welche Geschichten Sie hier von möglichen Apps und irgendwelchen Plänen erzählen, die, und das wird Sie nicht überraschen, wir auch nicht gut finden und es bis jetzt auch mir zumindest überhaupt noch nicht bekannt gewesen ist. Aber, und das kann ich jetzt ja schon am Vorwege sagen, denn das werden wir dann intensiv im Ausschuss besprechen können und dann werden Sie uns darüber ja noch mehr sagen können. Denn wir bitten darum, diese drei Anträge zu überweisen. Ich wundere mich auch immer wieder bei diesen Anträgen, die von der Opposition kommen, dass hier der Eindruck entstehen soll, es würde nicht genügend getan in diesem Feld. So oft, wie wir darüber reden, kann das ja nicht sein. Ich kann mir auch nicht richtig vorstellen, dass den Oppositionsparteien komplett entgangen ist,
welche Anträge wir hier schon besprochen haben, welche Anträge wir mit einigen Fraktionen gemeinsam entwickelt, qualifiziert haben und dann auch umgesetzt haben und welche Anträge halt nicht weiter bearbeitet werden, weil sie eine Art und Weise aufzeigen, dass hier keine Arbeit gemacht wird. Im Gegenteil, in den Ausschüssen lobt zum Teil die Opposition die Arbeit des Senats und die von Frau Scheres. Ich tue das hier auch auf großer Bühne und das sollten wir alle tun. Denn vieles von dem, was wir in der Vergangenheit hier gehört haben, wie viele Plätze fehlen würden, welche großen Lücken entstehen würden und die riesige Anzahl, all das ist nicht da. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Sehr gerne, Frau Beiran. Bitte sehr. Herr Kollege Eggert, wenn Sie sagen, der Senat hat doch sehr viel schon gemacht, vielleicht können Sie uns dann beschreiben, was bei der Kita-Platzvergabe der Flüchtlingskinder gemacht wurde und warum die meisten immer noch keine Kita-Plätze haben. Wunderbar. Ich würde jetzt in der Reihenfolge genau auch kommen in meinem Manuskript hier zur Kita-Offensive 1, also römisch 1 der Grünen, um hier sozusagen was zu sagen. Kann Ihnen sagen, wie Sie wissen, haben wir uns intensiv eingesetzt in diesem Bereich. Wir haben einen Antrag verabschiedet, zusammen mit der Piratenfraktion und haben uns mit dieser Problematik beschäftigt. Dass dort einige Hemmnisse dabei sind, haben wir mehrfach hier auch schon dargestellt und auch im Ausschuss intensiv diskutiert. Der Senat bemüht sich, mit mehrsprachiger Werbung und anderen Mitteln sozusagen dort auch eine größere Möglichkeit zu haben. Und der wichtigste Punkt, Frau Burkhardt-Eulitz hat es ja auch eingefordert, standortnahe Plätze. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass im Kita-Bedarfsatlas auch alle Flüchtlingsunterkünfte mit eingerechnet werden und zukünftig diese Bereiche besonders gefördert werden beim Ausbau, weil wir wissen, dass auch viele Familien herkommen. Ich würde es Ihnen gerne noch länger erklären, aber ich überschreite jetzt schon meine Redezeit, würde gerne noch zu den anderen beiden Punkten kommen, die hier aufgeführt werden von Frau Burkhardt-Eulitz. Ich lade Sie ein, kommen Sie in den Bildungsausschuss, wir diskutieren das gerne da zusammen. Bei der Kita-Offensive Römisch 2, die sogenannten 1-Euro-Verträge, das ist sehr gut, dass Sie das hier dargestellt haben, dass Sie es nochmal gesagt haben. Wir haben Ihnen auch schon mal erklärt dazu, dass wir eine neue Liegenschaftspolitik des Landes Berlin in einer Neuausrichtung hier als Fraktion beschlossen haben. Die Koalition hat dieses getan. Dazu stehen auch wir als jugendpolitische Sprecher. Richtig ist jedoch, dass es aktuell da noch ein paar offene Baustellen gibt und auch wir dort bemüht sind, den Abstimmungsbedarf zu klären, damit freie Träger, die hier wirklich vieles geleistet haben, auch was die Renovierung und den Ausbau betrifft, dort unterstützt werden. Ich freue mich da auf die zu führende Debatte, auch mit dem Hauptausschuss und hoffe da auf viel Unterstützung in meiner Fraktion. Gestatten Sie noch eine weitere Zwischenfrage, diesmal von Frau Burkhardt-Eulitz. Bitte sehr. Die kriege ich mal angerechnet. Vielleicht können Sie uns ja erklären, warum zwar die Senatsverwaltung für Finanzen den 1-Euro-Übertragungen oder Übertragungen an freie Träger zugestimmt hat, aber Ihre Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss dem nicht zustimmen wollen und schon seit vielen Monaten und Jahren darüber diskutieren. Von neuer Liegenschaftspolitik kann man da wohl kaum sprechen. Wenn man vorher übertragen hat und jetzt nicht mehr überträgt, würde ich sagen, ist das etwas Neues. Damit wäre das sozusagen ein Teil. Wir haben insgesamt gesagt, dass es uns wichtig ist, dass das Land Berlin hier sozusagen Eigentümerin bleibt bei den Grundstücken. Und das ist ein Grundprinzip, was sich durchzieht. Und die Übertragung sozusagen dieser Grundstücke ist nicht der Punkt, den wir sozusagen weiterhin fortsetzen möchten. Das können Sie anders sehen, aber Sie können sich ja nicht einfach hinstellen und sagen, es würde nichts passieren in diesem Bereich. Wir haben ja auch, und das wissen Sie, im Haushalt einen von Ihnen als viel zu klein angesehenen ein viel zu kleines Kita-Sanierungsprogramm aufgeben, um da, wo Bedarf ist, Kitas auch zu sanieren und vor Schließungen aufgrund von baulichen Mängeln zu verhindern. Bis jetzt ist mir nicht bekannt, dass Kita-Plätze geschlossen wurden, weil der bauliche Mängel nicht da gewesen ist. Ich weiß, dass das Geld an den Stellen richtig ankommt, immerhin 10 Millionen. Und wir werden uns bemühen, das kann ich Ihnen versprechen, dass Herr Simon und ich in der Haushaltsverhandlung da noch ein bisschen mehr rausholen. Lassen Sie mich zu Ihrem letzten Kita-Offensive Römisch 3 kommen und eine kleine Randbemerkung dazu noch. Wir haben ja bereits, glaube ich, den Antrag in gleicher Art und Weise von den Linken. Und da gibt es, glaube ich, schon Römisch 8 mittlerweile, was die Qualitätsoffensive in der Kita betrifft. Vielleicht stimmt man sich da nochmal ab. Ich glaube, dass wir in der Ausbildungsqualität und auch was die Mitbestimmung dort betrifft, ziemlich weit sind und dass das auch ziemlich gut läuft. Ich sehe keinen Bedarf dazu, dass neben den Sachen, die wir hier haben,
noch mehr Ausschüsse sozusagen oder Tagungen oder Abstimmungsrunden stattfinden müssen. Wir werden Ihre Anträge gern noch einmal beraten, werden sehen, was wir davon nutzen können, was wir machen können. Gerade für die Flüchtlingskinder ist es mir sehr wichtig, dass wir dort sozusagen zu Verbesserungen kommen. Und ich hoffe, dass wir da zu qualitativ hochwertigen Anträgen kommen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Eggert. Für die Linksfraktion hat jetzt das Wort Frau Abgeordnete Möller. Bitte sehr. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kollege Eckert, ich finde, dass die Grünen hier wie immer in konstruktiver Weise Anträge vorgelegt haben, wie es auch ansonsten die Oppositionsfraktionen immer machen, weil wir hier nämlich gemeinsam an unserem großen Projekt frühkindliche Förderung und Entwicklung arbeiten. Wir machen immer konstruktive Anträge und wir werden die auf jeden Fall ausgiebig im Ausschuss behandeln. Hier werden diesmal drei sehr drängende Fragen im Bereich der Kindestagesbetreuung aufgegriffen. Und das ist auch wichtig und richtig so, denn im Land Berlin wird so viel Geld in die Kindertagesbetreuung pro Kind investiert wie in keinem anderen Bundesland. Das sind 4.645 Euro. Der Bundesschnitt liegt hier bei 3.500 Euro. Und ich finde, da ist es auch gut und richtig, dass wir alle ganz genau dahin gucken. Es ist gut angelegtes Geld und über die Notwendigkeit einer gut ausgestatteten frühkindlichen Bildung und Förderung besteht hier im Lande Konsens. Auch die Inanspruchnahme der Betreuungsangebote ist im Bundesschnitt die höchste und sie steigt. Das dürfte ja niemandem entgangen sein, welche gewaltigen Anstrengungen beim Kita-Platzausbau gerade laufen, um dem wachsenden Bedarf hinterherzukommen. Es wachsen aber auch die Anforderungen an die Qualität. Gerade ist das neue, überarbeitete Berliner Bildungsprogramm für die Kindertagesbetreuung vorgelegt worden. Der bildungspolitische und gesellschaftliche Anspruch an die Arbeit in der Kita ist sehr hoch. Auf diesem Hintergrund ist es auch für uns überhaupt nicht nachvollziehbar, warum die Qualität der Ausbildung im Erzieherinnenberuf so wenig interessiert, warum insgesamt die Fachkräfteentwicklung so wenig interessiert. Und das angesichts des akuten Mangels an geeigneten Fachkräften. Und gerade um die Eignung geht es, auf die fachliche und auch auf die persönliche. Es darf nicht sein, dass aufgrund der Personalmangelsituation bei der Erzieherinnenausbildung auf Masse gesetzt wird. Im Ergebnis kommen dann einerseits die Auszubildenden mit den Herausforderungen in der Praxis nicht klar und andererseits müssen die Kitas als Ausbildungsbetriebe die Mängel des Berufsschulunterrichts in Methodik und Didaktik ausgleichen und genau das ist auch uns berichtet worden. Kita-Leiterinnen haben mir die Situation mit den Auszubildenden als ihr größtes Problem geschildert. Sie beklagen die schlechte Kooperation mit den Berufsschulen, den teilweise sehr schlechten Wissensstand bei den Auszubildenden und auch bei den Lehrkräften, die sich mitunter über Wikipedia weiterbilden, wie sie selbst berichten. Es gebe hohe Fehlzeiten in den Praxisanteilen, jeder würde durchgeschleppt, heißt es. Und ein Kita-Fachberater sagte es ganz deutlich, die schlechte Vorbereitung der Azubis hängt allen zum Hals heraus. Es gibt hier tatsächlich Handlungsbedarf. Die Praktikerinnen fordern deshalb mehr Plätze an staatlichen Erzieherschulen, die Qualität etlicher privater Institute, die dann auch noch Schulgeld verlangen, wird sehr bemängelt. Sie fordern eine grundlegende Reform der Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern. Wer in 3 Jahren Ausbildung die Altersspanne 0 bis 25 mit ein paar Modulen zu frühkindlichen Spezifika abhandelt und sich besser in Arbeitsrecht als in Entwicklungspsychologie auskennt, ist für den Beruf nicht ausreichend gewappnet. Dazu, und das ist sogar zeitnah und auf Landesebene zu lösen, brauchen die Praxisanleiterinnen in den Kitas sofort mehr Zeit. Sie machen die Anleitung zusätzlich zu ihrer täglichen Arbeit, bekommen aber keine zusätzlichen Stunden. Sie befinden sich in einem permanenten Überlastungsmodus. Wie lange kann das noch so weitergehen? 4 Stunden zusätzlich pro Woche schlägt die Gewerkschaft vor, hier ist schnell zu handeln. Außerdem, und das ist auch richtig, fordern die Praktikerinnen dringend einen strukturierten Dialog zwischen den Akteuren der theoretischen und der praktischen Ausbildung. Hierzu macht der Antrag den richtigen Vorschlag, deshalb unterstützen wir ihn auch. Und natürlich, um zum nächsten Antrag zu kommen, brauchen wir auch ein Konzept darüber, wie eine bedarfsgerechte Kita-Versorgung für alle Flüchtlingskinder aussehen soll. Die Berliner Konzeptionslosigkeit in der Flüchtlingspolitik ist insgesamt überaus bedrohlich. Der Rechtsanspruch von Flüchtlingskindern auf zügige Integration in unsere Regelangebote wird schon jetzt nur unzureichend und mit inakzeptabler zeitlicher Verzögerung erfüllt. Der Bildungssenat
ist diesbezüglich im Wort, dass alle Anstrengungen für eine Verbesserung der Situation unternommen werden und dass es auch zukünftig nicht zu isolierter Kinderbetreuung und Beschulung in den Sammelunterkünften kommen wird. Frau Radziwill hat es heute noch mal bestätigt. Wir haben es auch im Ausschuss gehört und wir werden Sie da auch auf jeden Fall unterstützen, wo wir können als Opposition. Ja? Der dritte Antrag hat die Stagnation in der Liegenschaftspolitik zum Thema. Er will bessere Regelungen für Kita-Träger, um landeseigene Liegenschaften nutzen zu können. Hier gibt es ganz lange Wartezeiten. Der Platzausbau stagniert an manchen Stellen gerade deshalb. Das ist nicht unbedingt in der Ägide der Bildungsverwaltung zu suchen. Da haben auch die Bezirke noch mitzureden. Warum der Antrag nur für freie Träger diese Besserungen will und auch nicht für die kommunalen Eigenbetriebe, müssen Sie mir noch mal erklären. Das habe ich nicht ganz verstanden. Aber unabhängig davon muss das Land Berlin hier dringend tätig werden. Berlins Kita-Träger haben am Platzausbau einen erheblichen Anteil. Allein im Planjahr 2013 haben freie Träger fast 30 Millionen Euro an Eigenmitteln aufgebracht. Ich finde, das ist schon erstaunlich. Es kann nicht sein, dass angesichts des riesigen Bedarfs das motivierte und erfahrene Kita-Träger, die bereit sind zu investieren und dafür Hypotheken und Kredite aufzunehmen, keine Kita-Plätze schaffen können, weil sie in teils jahrelangen Verwaltungs- und Rechtsprozeduren drangsaliert werden. Hier muss etwas passieren. Sie müssen welche bitte Lösungen zum Schluss kommen. Hier die besten sind, werden wir dann im Ausschuss diskutieren. Danke. Vielen Dank, Frau Müller. Für die CDU-Fraktion hat nun das Wort der Herr Abgeordnete Simon. Bitte sehr. Herzlichen Dank, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren. Etwas überrascht war ich, dass die Redebeiträge von Frau Burkhardt-Eulitz und von Frau Müller alles Mögliche abgedeckt haben, aber nicht so ganz konkret zu den Anträgen, wie ich jetzt jedenfalls manchmal fand, wenn es zum Beispiel um das Thema Schulgeld ging bei Frau Müller. Das steht hier in den Anträgen jedenfalls nicht zur Debatte, aber natürlich kann man auch über alles Mögliche diskutieren oder die Anträge als Aufhänger dafür nehmen. Ich möchte mich ein bisschen enger an den Anträgen orientieren und möchte zunächst zum ersten der drei Anträge kommen, der ein Konzept des Senats zur bedarfsgerechten Versorgung mit Plätzen in der Tagespflege für Flüchtlingskinder fordert. Mit der Thematik der Flüchtlingskinder und deren Besuch in der Kita haben wir uns zuletzt im Plenum des Abgeordnetenhauses im Mai beschäftigt. Schön, dass wir heute noch einmal die Gelegenheit haben, darzustellen, dass der Senat sich um alle Kinder kümmert, auch um Flüchtlingskinder. Es wurden Informationen in mehreren Sprachen für die Eltern von Flüchtlingskindern erarbeitet. Das ist auch gut so, denn es ist natürlich ein erhöhtes Informationsbedürfnis da, wenn ich in ein fremdes Land komme. Dann kenne ich mich nicht zwangsläufig mit den Organisationsstrukturen dieses Landes aus und mit den Möglichkeiten, die Berlin hier bietet. Die Flüchtlinge werden außerdem in allen sozialen Fragen durch das Personal in den Unterkünften beraten. Es besteht auch eine gemeinsame Arbeitsgruppe der Senatsbildungsverwaltung mit dem LAGESO, an der auch Vertreterinnen und Vertreter der Jugendämter teilnehmen. Und auch, wenn man sich den ersten Punkt, der aus Ihrer Sicht, Frau Burkhardt-Eulitz, in das Konzept gehört, jedenfalls Kita-Offensive Römisch 1, also der erste arabische Punkt da, dann frage ich mich, was dieser Punkt soll. Ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, dass der Kita-Bedarfsatlas jedes Jahr für alle Regionen der Stadt aktualisiert wird. Bei der Erstellung des Kita-Bedarfsatlases wird jede Region der Stadt und alle Besonderheiten und Entwicklungen in jeder Region betrachtet und ausgewertet. Daher ist schon sichergestellt, dass neue Flüchtlingsunterkünfte zeitnah in die Planung einbezogen werden. Ich stelle also fest, der Senat hat vielfältige Aktivitäten entwickelt, zu denen in unterschiedlichen Zusammenhängen auch berichtet wird. Zum Beispiel beim Landesprogramm Auf die Plätze, Kitas los, beim Landesprogramm Berliner Familienzentren und bei der Kita-Entwicklungsplanung. Ein weiterer Bericht, der eigenständig über Flüchtlingskinder berichtet, ist aus Sicht der CDU-Fraktion zurzeit nicht erforderlich. Vielleicht ergibt sich ja in der Ausschussdebatte noch anderes. Alle Kinder sollen und werden in den Landesplanungen berücksichtigt und das ist auch richtig so. Der nächste Ihrer Anträge, Kita-Offensive Römisch 2, fordert landeseigene Grundstücke für 1 Euro oder nach Bestellung eines Erbbaurechts per Erbbaurechtsvertrag an Kita-Träger zu übertragen. Ich teile Ihre Auffassung nicht, Frau Burkhardt-Eulitz. Sie sagten ja, über Verträge kann sichergestellt werden, dass eine künftige Nutzung auch so ist, wie sie ist. Ja, wenn der Vertragspartner sich nicht dran hält, wenn er insolvent wird, wenn es zu einer Zwangsversteigerung kommt,
dann nutzen mir die besten vertraglichen Regelungen eben nichts, es sei denn, es ist eine erbbauvertragliche Regelung. Die bleibt nämlich bei einer Zwangsversteigerung des Erbbaurechts bestehen und ist Grundlage der Zwangsversteigerung, gehört zu den Versteigerungsbedingungen. Die CDU-Fraktion ist also aus guten Gründen sehr skeptisch, weitere Übereignung von Grundstücken vorzunehmen gegen einen Euro. Es hat in der Vergangenheit Missbrauchsfälle gegeben und, was noch viel wichtiger ist, wir wollen möglichen Missbrauchsfällen vorbeugen. Aus unserer Sicht ist dieser Antrag also zumindest in dem einen Teil nicht zustimmungsfähig zurzeit. Aber auch darüber werden wir ja diskutieren im Ausschuss. Der dritte Antrag, Kita-Offensive Römisch 3, fordert vom Senat einen Qualitätsdialog für die Erzieherinnen und die Erzieherausbildung. Es schadet ja nichts daran zu denken, andere politische Akteure mal zu etwas aufzufordern, aber dann sollte man sich erkundigen, was dieser Akteur bereits tut. Und meine Rückfrage beim Senat hat ergeben, dass die Verwaltung die im Antrag geforderten Punkte bereits bearbeitet und umsetzt. Dieser Antrag dürfte also überflüssig sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Simon. Für die Piratenfraktion hat jetzt das Wort der Herr Abgeordnete Reinhardt. Bitte. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ja, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ist jetzt ein bisschen anstrengend. Wir hatten natürlich schon 4 Beiträge zu 3 verschiedenen Anträgen, in der Summe 12. Ich werde versuchen, auf ein bisschen was einzugehen, was schon gesagt wurde, und auf das, was in den Anträgen sozusagen auch drin steht. Ich fange mal mit dem dritten Antrag an. Erzieherinnenausbildung ist natürlich erstmal grundsätzlich eine sinnvolle Maßnahme. Ist etwas, was von den staatlichen und freien Trägern im Bereich der Erzieherinnenausbildung auch schon entsprechend geäußert wurde. Dementsprechend findet das durchaus auch unsere Zustimmung. Im Ausschuss müsste nochmal diskutiert werden, wie und wo die Qualitätsstandards und die Kriterien letztendlich verbindlich festgeschrieben werden können. Das heißt, da geht es dann eher um die Frage der Umsetzung als um die Frage der Ausbildung an sich. Der zweite Antrag, Kita-Offensive 2, mit den landeseigenen Grundstücken und dem symbolischen Preis von 1 Euro, das halten wir durchaus für sinnvoll, wobei ich Herrn Simon ein Stück weit auch recht geben muss. Die Frage des Missbrauchs sollte nochmal diskutiert werden und auch da ist es natürlich eine Frage, dass man das sinnvollerweise auch ausschließen möchte. Außerdem Ganze auch möglicherweise Konkurrenten um die Flächen geben, das sollte dann wahrscheinlich im Hauptausschuss diskutiert werden. Grundsätzlich ist das aber eine sinnvolle Maßnahme und das kann man auch daran erkennen, dass das letztendlich eine 1:1-Kopie des Beschlusses des Landesjugendhilfeausschusses vom 24.09. ist, den die Grünen erfreulicherweise 1:1 übernommen haben. Dann der dritte Antrag, also der Kita-Offensive 1, bedarfsgerechte Kita-Versorgung für Flüchtlingskinder. Das ist ein Thema, mit dem ich mich hier schon ein bisschen mehr beschäftigt habe und auch der Grund, weswegen ich jetzt hier stehe und nicht die Frau Graf, auch wenn es außerdem ist, dass sie krank ist. Gute Besserung wünsche ich nochmal an der Stelle. Und erstmal vielleicht das Positive, es liest sich gut, der Antrag, die Forderungen sind durchaus gerechtfertigt und ist auch nichts, wo man jetzt sagen würde, das geht in eine völlig falsche Richtung. Leider ist es tatsächlich so, dass, wenn man ein bisschen in die Tiefe schaut, die Forderungen sehr unkonkret sind. Also der Antrag ist unkonkret, wirkt eher so ein bisschen symbolisch und überlässt halt bei Beschluss die Arbeit dem Senat, den Bezirken und den Kita-Trägern sowie den Flüchtlingsorganisationen. Frage ist natürlich hier, warum man nicht ein bisschen konkreter wird, konkrete Forderungen stellt, mal ein bisschen mehr in die Tiefe geht. Und da kann ich leider auch den Kollegen Simon und Eggert nur zustimmen. Der Antrag wirkt tatsächlich ein bisschen so, als wenn er die Debatte, die wir die letzten 12 Monate hier geführt haben, komplett außen vor lässt. Also wir haben ja hier schon zu diskutiert, in der zweiten Lesung zu unserem Antrag im Mai zum Beispiel. Und genau zu diesem Antrag, der im Mai verabschiedet wurde, ist ja jetzt im Oktober auch eine Mitteilung zur Kenntnisnahme rausgekommen, Drucksache 19/21. Die fließt halt leider in diesen Antrag 0 ein. Das heißt, da ist dann tatsächlich die Frage, warum wird der aktuelle Sachstand hier im Haus einfach ignoriert? Ich hoffe, dass wir das im Ausschuss dann noch ein bisschen mit einfließen lassen können. Ich will noch mal auf ein paar inhaltliche Punkte eingehen, auch das, was eben in der Mitteilung zur Kenntnisnahme schon aufgeworfen wird. Zum einen ja eben die konkreten Einrichtungen, also die konkreten Anforderungen und Wünsche, dass ausreichende
Betreuungsmöglichkeiten zum Beispiel in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Turmstraße vorhanden sind. Etwa vor 12 bis 18 Monaten gab es noch eine Erstaufnahmeeinrichtung, mittlerweile sind 6. Wir haben jetzt von Sozialsenator Chaya gehört, dass die alle gerade nicht benutzbar sind, alle geschlossen. Das heißt, es wird hoffentlich demnächst noch mehr Erstaufnahmeeinrichtungen in Berlin geben. Wir brauchen das, was hier bezüglich der Turmstraße schon formuliert wurde, muss natürlich auch auf die anderen Erstaufnahmeeinrichtungen ausgeweitet werden. Leider steht in der Mitteilung zur Kenntnisnahme auch nur, dass der Senat diesem Wunsch in der Form Folge geleistet hat, dass man sich in Gesprächen befindet. Da müssen wir natürlich dranbleiben und schauen, dass das letztendlich auch umgesetzt wird. Auch was zum Beispiel die Frage der Elterninformationen angeht, die jetzt in verschiedenen Sprachen übersetzt wurden, bin ich dafür, dass das bei den Kontrollen des Landesamtes auch intensiver Berücksichtigung findet. Aber der eigentlich wichtigste Punkt, über den wir schon mehrfach diskutiert haben und der auch der zentrale Punkt von uns ist, der auch in der Mitteilung zur Kenntnisnahme auftaucht, ist ja die Frage der Zuständigkeit der Ausgabe der Kita-Gutscheine. Und da wird jetzt hier überhaupt nicht drauf Rücksicht genommen. Wir haben eine Zuständigkeitsverwirrung, die dazu führt, dass die Eltern von Flüchtlingskindern in anderen Bezirken als dem aktuellen Bezirk, in dem sie wohnen, die Kita-Gutscheine beantragen müssen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage der Abgeordneten Burkhard Eulitz? Ja, gerne. Bitte. Wenn Sie die Mitteilung zur Kenntnisnahme gelesen haben, wissen Sie ja, dass das, was Sie davor gefordert haben, längst umgesetzt worden ist. Das, was unser Antrag fordert, da geht es ja um konkrete Kita-Plätze und nicht über die Information und den Kita-Gutschein. Können Sie diese Unterscheidung treffen in den Anträgen? Frau Burkhardt-Aulitz, ich finde, Sie verkaufen sich hier ein bisschen unter Wert. Sie haben schon ziemlich gute Anfragen gestellt zu der Problematik der Kita-Plätze. Aus diesen Anfragen ist hervorgegangen, dass nur etwa 6% der Kinder in Flüchtlingsunterkünften in Kitas sind in Berlin. Wir haben festgestellt, dass eines der schwierigsten Punkte dabei ist, diese Verwirrung um die Kita-Gutscheine. Und ich denke, dass wir an diesem Thema auch dranbleiben sollten. Zu den anderen Punkten habe ich ja gerade schon was gesagt. Wir haben zum einen natürlich das Problem, dass die Prozentzahlen in den Statistiken nicht mehr auftauchen. Und da appelliere ich jetzt nochmal an Frau Scheres auch, dass Sie vielleicht nochmal da nachhaken, dass diese Prozentzahlen, wie viele Kinder in den Unterkünften, in Kitas auch sind, in den Statistiken auch wieder auftauchen, weil da wird jetzt seit etwa einem Jahr ungefähr gemauert und die aktuellen Zahlen liegen uns deswegen nicht vor. Aber wir müssen eben auch schauen, dass genau dieses Problem im Gegensatz zu dem, wie Sie gerade behauptet haben, Frau Burkhardt-Eulitz, immer noch nicht gelöst ist. Wir haben zum Beispiel die HZE-Frage bei der Hilfe zur Bewältigung von traumatischen Erlebnissen in der Familie und bei den Hilfen zur Erziehung ist wiederum immer noch das Jugendamt vor Ort zuständig, bei der Beantragung von Kita-Gutscheinen nicht. Das kann verwirren und führt eben nicht zum Ziel, die Jugendhilfe, die Kita-Betreuung und die Hilfen zur Erziehung gleichermaßen für Familien attraktiv und niederschwellig zu gestalten. Also, ich komme zum Schluss. Wir haben einen Sachstand, den hätte ich gerne mit in die Debatte reingenommen. Dazu liegt eine Mitteilung zur Kenntnisnahme vor, die den aktuellen Sachstand auch abbildet. In einigen Stellen wurde ausreichend gehandelt, an anderen Stellen gibt es Gespräche und an anderen Stellen gibt es definitiv noch Nachbesserungsbedarf. Da müssen wir gemeinsam ran. Ich hoffe, das können wir im Ausschuss auch hinkriegen. Vielen Dank, Herr Reinhardt. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Es wird die Überweisung der Anträge auf Drucksache 19/56, Stichworte Kita-Offensive Römisch 1 und Drucksache 19/58, Stichwort Kita-Offensive Römisch 3, an den Ausschuss für Bildung, Jugend und Familie empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Das ist nicht der Fall, dann verfahren wir so. Zu dem Antrag Drucksache 19/57, Stichworte Kita-Offensive 2, wird die Überweisung an den Hauptausschuss empfohlen. Gibt es hierzu Widerspruch? Auch das ist nicht der Fall, dann verfahren wir auch hier so. We'll be right back.